Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein guter Brauch, dass die Bundesregierung die Haushaltsdebatte nutzt, nicht nur um die Zahlen des Einzelplans zu diskutieren, sondern auch um die Vorhaben, die in dieser Legislaturperiode und vor allen Dingen im nächsten Haushaltsjahr anstehen, noch einmal zu definieren. Und diese Möglichkeit will ich heute hier auch ergreifen. Und meine Damen und Herren, dabei gibt es Diskussionen, Gesetzentwürfe, Vorhaben, die die breite Öffentlichkeit und die Debatte, die es dort gibt, durchlaufen. Es gibt andere, bei denen ist das nicht so der Fall, die dennoch auch rechts- und verbraucherschutzpolitisch außerordentlich wichtig sind. Und deshalb will ich einige, völlig unabhängig von der Frage, wie sie öffentlich debattiert werden, hier noch einmal in Erinnerung rufen und noch einmal vortragen, was wir dort vorhaben. Zum Beispiel bei den Fragen Freiheit und Grundrechte und wie wir diese besser schützen, geht es auch um eine Reform der strafrechtlichen Psychiatrieunterbringung. Denn die Unterbringung ist ein tiefer Eingriff in die persönliche Freiheit. Und alle die, die in der Rechtspolitik unterwegs sind, wissen, dass wir darüber schon seit einiger Zeit sehr intensiv diskutieren. Wir werden deshalb die Maßnahmen, die es gibt, wirklich auf gravierende Fälle beschränken. Und außerdem sollen die Fälle in kürzeren Abständen überprüft werden. Auch darüber ist lange diskutiert worden, auch dass es notwendig ist, dies mit wechselnden Gutachtern zu tun. Und diese Reform wird auch ganz besonders das Vertrauen in die Justiz stärken, da wir alle wissen, dass insbesondere durch den Fall Mollat es in der Vergangenheit eine sehr, sehr intensive Diskussion gegeben hat. Meine Damen und Herren, wir werden im Strafrecht Gerechtigkeitslücken schließen. Korruption im Gesundheitswesen schadet den Krankenkassen, dem Wettbewerb und dem Vertrauen in unser Gesundheitssystem insgesamt. Und bislang kann korruptes Verhalten nicht in allen Fällen bestraft werden. Das ist nicht gerecht, und deshalb werden wir auch das ändern. Und deshalb werden wir dazu im Bundestag auch einen entsprechenden Gesetzentwurf, den wir bereits angekündigt haben, vorlegen. Wir wollen außerdem sicherstellen, dass Frauen vor sexueller Gewalt besser geschützt werden. Und deshalb schlagen wir vor, sexuelle Handlungen unter Strafe zu stellen, bei denen der Täter einen Überraschungsmoment oder die Furcht des Opfers ausnutzt. Da gab es bislang eine Lücke im Recht. Das konnte vor Gericht nicht geahndet werden. Und wir haben Verurteilungsquoten von unter 10%. Und das ist alles andere als zufriedenstellend. Auch da ist es überfällig, eine Lücke, die das Strafrecht hat, zu schließen. Meine Damen und Herren, wir werden in den kommenden Wochen den Entwurf des Anti-Doping-Gesetzes und des Gesetzes gegen Spielmanipulation hier im Parlament diskutieren. Und auch das ist ein notwendiger Entwurf, spätestens nach den Enthüllungen, die es in den letzten Wochen gegeben hat, und zwar nicht nur eine, dass auch zum Beispiel in den internationalen Verbänden, zum Beispiel dem Leichtathletikverband, nichts getan worden ist, was als ausreichend empfunden worden ist im Kampf gegen Doping. Und deshalb, ja, es ist richtig, auch der Staat muss eine Rolle einnehmen im Kampf gegen das Doping. Und das wollen wir mit dem Anti-Doping-Gesetz tun. Meine Damen und Herren, wir wollen den Zugang zum Recht erleichtern. Im Durchschnitt sind Menschen erst dann bereit, vor Gericht zu ziehen, wenn der Streitwert bei etwa 2.000 Euro liegt. Und damit Verbraucher auch bei kleinen Schäden zu ihrem Recht kommen, werden wir die außergerichtliche Streitbeilegung ausbauen. Wenn es Ärger gibt mit dem neu gekauften Computer oder der Reparatur am Auto, dann muss man künftig nicht gleich vor Gericht ziehen. Wir schlagen vor, flächendeckend Stellen zu schaffen, bei denen Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmen beigelegt werden können. Und zwar schnell und bürokratisch und, ja, auch ohne große Kosten. Meine Damen und Herren, ein weiterer Punkt, der im politischen Rahmen schon lange diskutiert werden ist, auch den werden wir angehen, nämlich eine Modernisierung des Urheberrechts vorzulegen. Es sind in dem Bereich, ganz sicherlich ein außerordentlich komplexer und schwieriger Bereich, bereits viele große Reformen angekündigt worden. Geschehen ist dagegen relativ wenig. Und deshalb wollen wir auch gar keine unerfüllbaren Erwartungen wecken, sondern wir wollen ganz konkrete Schritte vorlegen.
Wir werden zunächst das Recht der Verwertungsgesellschaften reformieren. Dazu gibt es bereits einen Gesetzesentwurf, meine Damen und Herren. Und der zweite Schritt wird dann eine Reform des Urhebervertragsrechts sein. Auch da werden wir in Kürze einen Gesetzesentwurf vorlegen, bei dem wir insbesondere die Kreativen und die Urheber stärken wollen. Wir wollen sicherstellen, dass sie für ihre Leistungen tatsächlich eine angemessene Vergütung erhalten, so wie das eigentlich auch gesetzlich vereinbart ist. Und in Teilen der Kulturwirtschaft steht das zurzeit bedauerlicherweise viel zu häufig auf dem Papier. Ein Recht, das man hat, nutzt nur so viel, wie man es auch durchsetzen kann. Wir werden Mieter, Bankkunden und alle, die sich zum Beispiel im Internet bewegen, besser schützen. Nach der Mietpreisbremse geht die Reform weiter. In einem zweiten Schritt werden wir darüber reden, wie wir Mieter davor schützen, dass sie nach Modernisierungen ihrer Wohnung finanziell nicht überfordert werden. Damit das Girokonto nicht zur Schuldenfalle wird, wollen wir mehr Transparenz bei den Dispozinsen schaffen. In Zukunft sollen Banken offenlegen, wie hoch die Zinsen bei ihnen wirklich sind. Und wir wollen die Verbraucherzentralen stärken mit mehr Personal, mehr Geld und vor allen Dingen durch die neuen Marktwächter. Sie haben den Finanzmarkt und die digitale Welt im Visier und sie werden helfen, den Verbraucherinnen und Verbrauchern den Durchblick zu erhalten. Meine Damen und Herren, über all diese Vorhaben werden wir in den kommenden Wochen und Monaten in aller Ausführlichkeit debattieren können. Aber die größte Herausforderung gerade der heutigen Zeit, in den Tagen, das hat sich ja auch in der Debatte heute Morgen schon gezeigt, ist ganz sicherlich die Hilfe für Flüchtlinge. Und auch das ist ein Thema, das die Rechtspolitik angeht. Recht ist der Wille zur Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit verlangt ein menschenwürdiges Dasein für alle Menschen, unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe. Und diese Würde der Menschen wird in diesen Tagen verdroht, bedroht und sie ist auch schon verletzt worden. Wenn sich Menschen in Not gewissenlosen Schleppern anvertrauen, wenn ihr Leben auf dem Mittelmeer in Gefahr gerät oder wenn sie in einem Lastwagen qualvoll ersticken, dann bleibt die Würde der Menschen auf der Strecke. Wenn Familien mit kleinen Kindern über Wochen und Monate auf der Flucht sind und unter freiem Himmel schlafen müssen, auch dann wird bereits ihre Würde verletzt. Und wenn Rechtsradikale bei uns Stimmung machen gegen Menschen, die gerade alles verloren haben, wenn sie Flüchtlinge anpöbeln oder Brandsätze schmeißen, dann sind das Angriffe auf die Würde der Schwächsten, die unerträglich sind. Und deshalb haben wir die Verpflichtung, so wie das auch Herr Schäuble heute Morgen ausgeführt hat und Prioritäten klar benannt hat, Flüchtlinge menschenwürdig zu versorgen. Ich weiß, das ist manchmal schwer, aber wie leicht wiegen unsere Probleme im Vergleich zu den Problemen dieser Menschen. Und deshalb bin ich froh und dankbar, dass gerade heute und auch als Reaktion auf das, was in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist, so viele Menschen helfen. In den Kommunen, in den Hilfsorganisationen, bei der Polizei und auch bei der Bundeswehr. Und ich bin auch dankbar dafür, dass viele Menschen dem Hass und der Hetze gegen Flüchtlinge deutlich entgegentreten. Dafür habe ich großen Respekt. Aber, meine Damen und Herren, dabei ist auch die Rechtspolitik gefordert. Das Wort von der ganzen Härte des Rechtsstaates, die rechte Täter spüren müssen, darf dabei keine leere Drohung bleiben. Und deshalb, das ist ja auch ein Grund gewesen, warum wir das Strafgesetzbuch bereits geändert haben. Rassistische, fremdenfeindliche oder sonst menschenverachtende Motive eines Täters werden jetzt bei der Strafzumessung ausdrücklich berücksichtigt werden können. Ab dem 1. August ist diese Regelung in Kraft und ich bin mir sicher, dass unsere Gerichte sie auch sehr konsequent anwenden werden. Mit diesem Bundeshaushalt, meine Damen und Herren, werden wir aber auch die Bundesanwaltschaft so ausstatten, dass sie künftig bei rechtsradikalen Taten früher eingreifen kann. Dafür gibt es mehr Planstellen und dafür gibt es auch mehr Geld. Und es war auch richtig, dass die Bundesanwaltschaft nach dem Brandanschlag auf eine Unterkunft für Asylbewerber in Salzhemmendorf sofort aktiv geworden ist. Aber wir wollen nicht nur Gewalttäter verfolgen und bestrafen, sondern wir müssen auch verhindern, dass es zu solchen Verbrechen überhaupt kommt.
Und deshalb dürfen wir zum Beispiel nicht zulassen, dass das Internet zu einem Ort wird, an dem Hass und Hetze unkontrolliert verbreitet werden. In der vergangenen Woche ist das Bild des toten Aylan Kurdi um die Welt gegangen. Das Bild des ertrunkenen Kindes am Strand von Bodrum hat Menschen, Millionen Menschen auf der ganzen Welt tief erschüttert. Aber es gab auch Extremisten, die keine Skrupel hatten, den Tod eines unschuldigen Kindes zu bejubeln. In diesem Fall haben Polizei und Justiz bereits schnell gehandelt. Aber ich kann es einfach nicht verstehen, dass dort, wo solche Dinge veröffentlicht worden sind, wie etwa bei Facebook, man sich erneut sehr schwer getan hat, recht rasch und entschlossen gegen solche Hetze vorzugehen. Und ich finde, das ist ein Thema, über das wir reden müssen. In unserem Land werden 12 Millionen Tageszeitungen abonniert. Aber es sind 28 Millionen Menschen aus Deutschland auf Facebook aktiv. Auch das Internet prägt heute die Debattenkultur und das gesellschaftliche Klima. Deshalb sollte niemand ignorieren, was dort vor sich geht. Die Justiz darf das nicht. Und diejenigen, die mit dem Internet Geld verdienen, dürfen es aber auch nicht. Und deshalb bin ich mit Facebook im Gespräch. Und damit hat das Unternehmen auch sicherlich deutlich gezeigt, dass das Thema eins ist, das man ernst nimmt. Und wenn es Beschwerden über rassistische Einträge oder Aufrufe zur Gewalt gibt, dann muss man auch dort reagieren und solche Posts rasch löschen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und Facebook darf auch kein Forum für Neonazis sein. Meine Damen und Herren, in diesen Tagen jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Vor einem Menschenalter hat Deutschland Krieg, Hass und Elend über die Welt gebracht. Heute sind wir ein Land der Freiheit, des Rechtes und auch des Wohlstandes. Und das Grundrecht auf Asyl war eine Lehre aus unserer eigenen Vergangenheit. Niemand verlässt leichtfertig seine Heimat, aber für viele Menschen aus Syrien, Irak oder Eritrea ist Deutschland heute ein Ort von Hoffnungen und Chancen, aber auch ganz einfach ein Ort der Rettung. Und ich meine, auf diesen Zuspruch für unser Land sollten wir nicht mit Angst und Ablehnung reagieren. Ganz im Gegenteil, es ist mal ein Grund, vor allen Dingen stolz zu sein auf das, was viele Menschen dazu in Deutschland beigetragen haben. Und deshalb, viele Flüchtlinge werden dauerhaft bei uns bleiben. Und wir dürfen uns deshalb nicht wieder einer Illusion hingeben, die beim Wort von den Gastarbeitern mitschwang. Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit auch bei der Integration nicht noch einmal wiederholen. Und wir müssen uns klar machen, ja, wir müssen aus Flüchtlingen möglichst rasch Bürger machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Vielfalt der Kulturen, der Religionen und der Traditionen, ja, das ist manchmal anstrengend. Wir erleben das heute schon und das wird in einer Einwanderungsgesellschaft, die wir sind und die wir noch mehr werden, auch nicht weniger werden. Aber ein gutes Zusammenleben kann auch nur dann gelingen, denn dann haben wir die beste Grundlage, meine Damen und Herren, die man sich vorstellen kann, um dies auch zu organisieren. Und das ist unser Grundgesetz. Es bietet die Freiheit, verschieden zu sein und es garantiert die Gleichberechtigung trotz aller Unterschiede. Es gibt den Freiraum, so zu leben, wie man möchte, aber es stellt klar, dass an den Grundentscheidungen nicht gerüttelt wird, zum Beispiel, dass Frauen und Mädchen die gleichen Rechte haben, dass jeder selbst entscheidet über seine Religion und auch seine Art zu leben. Meine Damen und Herren, wir brauchen in den nächsten Wochen und Monaten große Anstrengungen auf allen Ebenen. Und alle anderen Politikbereiche verlieren nicht an Bedeutung. Auch die Rechtspolitik wird dabei gefordert sein. Die Debatte über ein Einwanderungsgesetz oder wie wir Einwanderung organisieren, wird weitergehen. Und wir werden die Strafvorschriften gegen den Menschenhandel ausbauen. Ich bin überzeugt, dass wir beides brauchen, legale Möglichkeiten der Einwanderung und die Verfolgung von gewissenlosen Schleppern. Beides zusammen kann mithelfen, Menschenleben zu retten. Und meine Damen und Herren, das ist gerade im Moment, in diesen Tagen, die größte Aufgabe in Europa, aber vor allen Dingen auch bei uns in Deutschland. Herzlichen Dank. Applaus
der Bundesjustizminister hier mit der Einbringung seines Einzelplans. Und jetzt in die Aussprache geht es mit Roland Klaus für die Linke. Meine Damen und Herren, Herr Bundesminister Maas, ich fasse Ihre Rede mal kurz zusammen und komme zu dem Schluss, biete viel Rechtsstaatlichkeit für relativ wenig Geld. Das wäre die Chance für die Koalition zum Beifall gewesen. Relativ wenig Geld stimmt in der Tat, denn dem Steuerzahler kostet bei dem Ministerium von Heiko Maas jeder Euro nur 25 Cent, und das hängt mit den hohen Einnahmen dort zusammen. Herr Bundesminister, Sie haben Anfang dieses Jahres zu einer denkwürdigen Begegnung eingeladen. So kann man Neujahrsempfänge auch bezeichnen. Und als Hauptrednerin hatten Sie die Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters, Germine Langhoff, eingeladen. Und Frau Langhoff hat eine sehr bemerkenswerte Rede gehalten und dort gefragt, und ich zitiere: Sind die Unzumutbarkeiten des Zuwanderungs- und Einbürgerungsrechts mit unseren Idealen von Freiheit und demokratischer Teilhabe vereinbar? Wie lange wollen wir noch Migration aus nationalstaatlicher Perspektive betrachten, ohne die Schicksale der von Flucht betroffenen Menschen zum entscheidenden Faktor zu machen? Ich glaube, sie hat die wichtigen und entscheidenden Fragen gestellt. Sie hat diese Fragen in Ihrem Hause, Herr Bundesminister, aber auch deshalb gestellt, weil sie Antworten von Ihnen, von uns will. Die Antworten stehen noch aus, und das, finde ich, das darf nicht so bleiben, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir sehr wohl über die neue Rolle von Justiz und Rechtspolitik in der Flüchtlingspolitik reden. Ja, wir erleben doch zugleich einerseits offene Arme, offene Herzen von zahlreichen Menschen, die Flüchtlingen in Not helfen, und andererseits öffentlich, wie noch nie zuvor, so öffentlich artikulierten Hass. So eine Polarisierung im Rechtsstaatverständnis war noch nie seit vielen Jahren. Und das meine ich mit dieser neuen Herausforderung an die Justiz auf allen Ebenen. Und da haben wir es natürlich zu tun, dass in Deutschland die Justiz wegen fehlender radikaler Reformen vorwiegend an sich selbst erstickt. Und ich finde, da kann auch das Bundesministerium nicht stillhalten. Da müssen endlich diese radikalen Reformen auf den Tisch. Herr Bundesminister, Sie haben sich an Facebook gewandt und auch zu Twitter Ihren Kommentar abgegeben. Das finden wir sehr in Ordnung. Richtig ist doch, wir alle wollen keine digitale Hasswelt. Aber, Herr Minister, es geht nicht nur darum, den Mund zu spitzen, Sie müssen auch pfeifen, und zwar laut und mit Konsequenzen. Die Konsequenzen sehe ich halt noch nicht. Und dann haben Sie natürlich einen Koalitionspartner mit der CSU, der sich gegenwärtig dafür abfeiert, bei den Koalitionsverhandlungen das Prinzip Sachleistungen statt Geldleistungen für Flüchtlinge durchgesetzt zu haben. Diese Entscheidung ist eine Freiheitseinschränkung, meine Damen und Herren, und da muss ein Justizministerium einschreiten. Die Weltmeister übrigens beim Sachleistungen statt Geldleistungen, die kommen aus Nordkorea. Herr Bundesminister, ich darf Sie zitieren, weil Sie zu dem Thema nichts gesagt haben. Herr Bundesminister, im Dezember 2014 haben Sie den Satz veröffentlicht: Vorratsdatenspeicherung lehne ich entschieden ab. Sie verstößt gegen Recht auf Privatheit und Datenschutz. Und dann kann ich Ihnen natürlich nicht ersparen zu erinnern an jenen denkwürdigen SPD-Konvent im Frühsommer dieses Jahres, wo Sie zuvor von Ihrem Parteivorsitzenden öffentlich regelrecht genötigt wurden, Ihre Position zu verändern. Und dann kam es aber noch dicker. Sie sollten dem Konvent erklären, dass man jetzt zustimmen müsste. Und Sie haben das gemacht, Herr Maas. Und ich habe mich gefragt, angesichts des knappen Ergebnisses, hätte Maas vielleicht nur geschwiegen, wäre dann das Ergebnis ein anderes gewesen. Und wir hatten doch im Sommer auch den Skandal um die Ermittlungen wegen, man höre und staune, Landesverrates gegen das Portal Netzpolitik.org. Danach musste der Generalbundesanwalt gehen, aber die Vorratsdatenspeicherung soll bleiben. Ich sage Ihnen, die richtige Lehre
aus diesem Skandal des Sommers wäre gewesen, jetzt auch die Vorratsdatenspeicherung zu beerdigen, Herr Bundesminister. Deshalb sage ich Ihnen, ehe Ihre von mir kurz gefasste Ansage viel Rechtsstaatlichkeit für relativ wenig Geld haushaltspolitische Wahrheit wird, müssen Sie noch sehr viele Vorschläge der Opposition annehmen. Das Gute daran ist, die Opposition will helfen, die Opposition kann das auch, liebe Kollegen von der Koalition. Und ich sage das auch vor einem Hintergrund, nämlich dem, dass wir eine lebendige Parlamentsdebatte wollen. Und ich glaube, alle. Bundesminister Schäuble hat heute Morgen gesagt, die Spielräume im Haushalt seien jetzt erschöpft. Hat nur noch gefehlt, dass er dann Basta gesagt hätte. Was heißt denn das, die Spielräume sind erschöpft? Das heißt doch nichts anderes, als Regierung und Parteivorsitzende haben entschieden, Parlament, nicke mal ab und verneige dich allenfalls vor der schwarzen Null. Dazu sagen wir mit uns nicht. Wir wollen eine lebendige Haushaltsdebatte und die werden wir auch haben. Der Kollege Dr. Patrick Sensburg spricht jetzt für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister, ich teile die Zusammenfassung der Rede des Ministers durch meinen Vorredner nicht. Der Minister hat deutlich mehr ausgeführt. Sie haben in Ihren 6 Minuten so gut wie gar nichts zur Rechtspolitik und zur Verbraucherpolitik gesagt. Sie hätten die Zeit besser nutzen können. Von daher Ihr Angebot, dass die Opposition konstruktiv mitarbeiten kann, haben Sie durch Ihre Rede schon widerlegt. Schade eigentlich. Das Einzige, wo ich Ihnen zustimme, Herr Kollege Klaus, ist die Analyse, dass der Haushalt des Einzelplans 7 in der Gesamtheit und im Volumen, es ist einer der kleinsten Haushalte, eine exzellente Rechtspolitik gewährleistet. Das tut der Einzelplan 7 schon in den letzten Jahren. Und die Haushälter und der Minister haben auch diesmal wieder bewiesen, dass man mit wenig Geld 736 Millionen, mit einer guten Deckungsquote 525 Millionen Arbeit machen kann, die auch in anderen Ressorts wichtig ist und wahrgenommen wird. Wir haben eine Deckungsquote von 72%. Das ist etwas weniger als in den vorherigen Jahren. Da hatten wir immer Deckungsquoten von rund 83, 85, 87%. Das werden die Haushälter sicherlich noch ausführen, woran das vielleicht liegen mag. Aber immer noch muss man sagen, der Justizhaushalt und jetzt eben auch Verbraucherschutzhaushalt, da müssen wir uns Juristen erst dran gewöhnen, leistet für alle Ressorts übergreifend eine wesentliche und exzellente Arbeit. Gleichzeitig werden wir in der zweiten und dritten Lesung, da debattieren wir heute nicht drüber, den Haushalt des Einzelplans 19 beschließen, des Bundesverfassungsgerichts. Und auch da zeigt sich die hohe Anerkennung, die Rechtspolitik und die Institutionen der Justiz leisten. Dieses Vertrauen, das ist ganz wichtig in den Rechtsstaat und deswegen ist auch das Vertrauen in die Institutionen so wichtig. Und Herr Kollege Klaus, Sie hatten es ja eben angesprochen, die Diskussion um den Generalbundesanwalt, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, wir müssen aber darüber nachdenken, ob wir beispielsweise, das können Sie ja gleich noch machen, ob wir beispielsweise das Thema Weisungsrecht einfach verklaren für beide Seiten und zum Beispiel die schriftliche Weisung regeln. Ich glaube, das täte beiden Seiten angewiesener und anweisender gut und darüber sollten wir vielleicht in der Justizpolitik einmal nachdenken. Um zum Inhalt zu kommen, das Thema Syndikusanwälte ist ein Thema, was uns in dieser Legislaturperiode intensiv beschäftigt und auch weiter beschäftigen sollte. Nach der Entscheidung des Bundessozialgerichts aus dem Jahre 2014 haben wir in der ersten Lesung im Juni diesen Jahres breit debattiert, haben eine Anhörung vom 1. Juli 2015 durchgeführt und haben aber noch viele offene Fragen, die geklärt werden müssen. Ich spreche nur an die Frage der Haftpflichtversicherung, der Gleichstellung der Syndikusanwälte mit anderen Rechtsanwälten und auch die Frage zum Beispiel, greift jetzt die Berufshaftpflicht oder greift möglicherweise die Firmenhaftpflicht? All das muss geklärt werden und ich glaube, hier eilt die Zeit. Wir haben inzwischen seit über einem Jahr einen unklaren Zustand für unsere Rechtsanwälte. Und hier müssen wir sehr zeitnah Lösungen finden. Und Herr Minister, ich glaube, lassen Sie sich nicht ausschließlich durch Ihr Ministerium beraten, sondern gehen Sie voran und lösen Sie hier dieses Problem gemeinsam mit uns. Die Anwälte bei uns im Land werden es Ihnen dienen. Wir kommen zum Thema StPO-Reform.
Ein wesentlicher Baustein dieser Legislaturperiode wird die Reform der Strafprozessordnung sein. Ich glaube, es ist eins der großen Vorhaben dieser Regierungszeit, und wir wollten die StPO reformieren vom Ermittlungsverfahren über das Zwischenverfahren bis zum Hauptverfahren. Eingeschlossen sollten das Rechtsmittelverfahren und das Vollstreckungsverfahren sein, also ein großer Wurf. Man hört aber aus der Kommission, die beim Bundesjustizministerium arbeitet, dass viele Dinge jetzt gar nicht mehr eingeschlossen sein sollen, beispielsweise das Thema Berufung. Und ich würde mir wünschen, die Länder haben ja hier Vorschläge gemacht, dass es der Kommission gelingt, jetzt hier nicht, wo keine eigenen Vorschläge eingebracht werden, zum Beispiel bei der Berufung, jetzt nicht Dinge auszuklammern, sondern dass wir es weiterhin versuchen, bei der StPO-Reform ein umfangreiches Paket zu schnüren und dieses auch zu verabschieden. Ziel sollte die Effizienzsteigerung im Bereich der Strafprozessordnung sein. Ich habe den Eindruck, was man aus der Arbeit der Kommission hört, das scheint nicht mehr gänzlich zu gelingen. Drei Beispiele, die wir hören. Das ist einmal, dass wir bei der Zeugen- und Beschuldigtenvernehmung schon im Ermittlungsverfahren jetzt immer Videoaufzeichnungen haben sollen. Ich glaube, das kann als Ziel so nicht bestehen bleiben, wenn das der Fall wäre. Das würde zu mehr Arbeit führen und auch zu der Verpflichtung der Richter, sich später alle Videoaufzeichnungen anzuhören. Auch in der Hauptverhandlung soll es umfassende Videodokumentationen geben. Videodokumentationen sind nicht Falsches. Da, wo sie Sinn machen, kennen wir sie in vielen Bereichen. Aber umfangreiche Videodokumentationen halte ich für überflüssig. Und es muss auch nicht so sein, dass der Pflichtverteidiger schon ab der ersten Beschuldigtenvernehmung immer dann bestellt werden muss, auch wenn es nicht gewollt ist. Von daher, auch dies würde zu mehr Aufwand führen. Und das sind so Dinge, die man aus der Kommission hört. Da müssen wir, wenn es soweit ist, noch mal intensiv ins Gespräch kommen. Herr Kollege Dr. Sensburg, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ströbele? Ja, die hat er eben schon. Ich weiß jetzt nicht, zu welchem Punkt ist. Das hat so ein bisschen gedauert, bis dann die Sache kam. Aber Kollege Ströbele darf immer fragen. Hans-Christian Ströbele fragt für die Bündnisgrünen. Sie, Frau Kollegin Högel, immer auch. Ja, danke, Herr Kollege Sensburg. Sie sagen das in fast jeder Rede, die Sie zur Rechtspolitik hier im Bundestag halten, und das sind ja nicht wenige. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen konkreter sagen, was Ihre Auffassung und die der Union ist zur Reform der StPO? Also Sie haben jetzt einige Punkte erwähnt, aber sind Sie nun dafür, dass sich da was ändert, oder wird weiter in den Gerichtssälen protokolliert wie bisher, dass da eine Mitarbeiterin, Protokollführerin oder Protokollführer sitzt und die schreiben dann alle Viertelstunde einen halben Satz? Oder neigen Sie dem auch zu, dass man etwas vollständiger auch Hauptverhandlungen nachvollziehen kann, was gerade in großen Prozessen und langdauernden Prozessen von eminenter Bedeutung ist? Herzlichen Dank, Herr Kollege Ströbele, für die Frage. Der entscheidende Punkt, und so lange debattieren wir es ja noch gar nicht, denn es ist das Kernthema dieser Legislaturperiode. Der entscheidende Punkt ist, wir das gesamte Strafverfahren wieder konsistent gestalten. Sie kennen die vielen Änderungen, die wir über die Jahre, fast Jahrzehnte seit einer großen Reform in der Strafprozessordnung hatten. Da sind bestimmte punktuelle Stückwerke entstanden. Und wenn wir die Strafprozessordnung und das Strafverfahren im Grunde vom Ermittlungsverfahren beginnen lassen, bis hinten hin zum Strafvollzug, dann erkennen wir die Brüche, die über die Jahre entstanden sind. Und deswegen ist das erste Ziel, was wir auch mit dem Koalitionsvertrag verfolgt haben, wo ja die StPO-Reform drinsteht, Konsistenz, Effektivität. Und deswegen hatte ich die Punkte angesprochen, die mir Sorgen machen, die nicht zur Effektivität beitragen, sondern wieder nur punktuelle Regelungen wären. Und das ist der Oberbegriff. Darum arbeitet ja auch die Expertenkommission beim Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz mit sehr guten Leuten zusammengesetzt. Und sie hat sich sehr viel Zeit genommen, um zu schauen, wo sind die Brüche in der Strafprozessordnung. Das ist das Ziel, das ist der gute Teil. Jetzt hören wir aber, dass die Länder beispielsweise, und das werden Sie vielleicht auch gehört haben, Vorschläge gemacht haben, zum Beispiel zum Berufungsverfahren, die aber von der Kommission abgelehnt worden sind. Die Kommission scheint aber nicht genügend Zeit zu haben, hier eigene Vorschläge zu entwickeln und einzubringen. Das würde ich mir aber wünschen, denn wenn bestimmte Bereiche vom Ermittlungsverfahren bis hinterher
zum Berufungsverfahren, Revisionsverfahren ausgeklammert werden, dann erreichen wir diese Konsistenz nicht mehr, dann erreichen wir die Effektivität nicht mehr. Und das ist unser Kernziel. Sobald die Kommission ihre Vorschläge vorlegt, werden wir sicherlich auch im Dialog im Rechtsausschuss uns die anschauen, Verbesserungsvorschläge machen. Und Sie kennen diesen Spruch, kein Gesetz verlässt den Deutschen Bundestag, so wie es die Bundesregierung eingebracht hat. Das zeigt sich gerade im Bereich der Justizpolitik in den letzten Jahren öfters. Und ich denke, gemeinsam können wir uns dann auch eine Effektivierung dieses Gesetzesentwurfs und der Arbeit der Kommission vorstellen. Dankeschön, Herr Kollege Ströbele. Ich komme zu einem weiteren Bereich, der uns besonders wichtig ist. Das ist das Thema Scharia-Recht. Wir haben es, und das habe ich wirklich sehr oft angesprochen, Herr Kollege Ströbele, und auch in der letzten Legislaturperiode, genau angeschaut und festgestellt, dass wir in manchen Bereichen wirklich einen eigenen Rechtsraum haben, wo eine andere Rechtskultur wird versucht zu pflegen, wo wir also nicht Gerichte nutzen, wo wir nicht Schlichtungsstellen nutzen, wo wir nicht die Gerichtsbarkeit nutzen oder Mediation, sondern wo sich etwas parallel entwickelt. Man spricht dementsprechend auch von Paralleljustiz. Und wir haben das öfters beraten. Auch im Justizministerium prüft eine eigene Stelle, wie die Situation aussieht. Und ich glaube, wir müssen hier einmal schauen, gibt es genügend Anhaltspunkte, um rechtspolitisch tätig zu werden? Wenn ja, dann sollten wir es auch machen. Wenn es die nicht gibt, dann müssen wir es auch offen sagen. Und deswegen ist es ja auch gut, dass das Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz diesen Bereich einmal in den Fokus nimmt und hier Klarheit schafft. Und da würden wir uns wünschen, diese Ergebnisse gemeinsam zu diskutieren. Ein weiterer Bereich ist der Bereich der organisierten Kriminalität und das Thema Gewinnabschöpfung. Das haben wir auch schon beim Thema Scharia-Recht diskutiert. Weil ich glaube, das Thema Abschöpfen der Gewinne, das wird vielen im Grunde das Wasser absaugen und die Problembereiche austrocknen. Hier müssen wir darüber nachdenken, ob das Thema Gewinnabschöpfung so geregelt werden kann, dass wir die treffen, die wir treffen wollen, dass wir aber die Bereiche, die möglicherweise im Verdacht sind, aber nicht unter einen Generalverdacht stellen. Und deswegen müssen wir genau hinschauen, ob hier das Thema Beweislastumkehr uns weiterhilft beim Thema Gewinnabschöpfung, wie wir im Grunde die Bereiche austrocknen können, die im Bereich der organisierten Kriminalität tätig sind und hohe Gewinne machen und so auch einen Beitrag dazu leisten können, organisierte Kriminalität einzudämpfen. Der nächste Bereich, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Cyberkriminalität. Herr Bundesminister, Sie haben ihn schon angesprochen. Sie haben es mit den Worten gemacht, und die halte ich für richtig, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Und ich glaube, wir erleben, dass viele Delikte speziell im Internet stattfinden. Es sind spezielle Gruppen, und es gibt eben Delikte, die es auch im alltäglichen Leben gibt, die speziell mit Hilfe des Internets stattfinden. Wir haben das IT-Sicherheitsgesetz umzusetzen, das wird uns schon viel bringen. Es wird nicht der letzte Schritt werden, den wir machen müssen. Wir müssen das BSI stärken. Wir müssen auch die anderen Ämter stärken, die hier etwas machen. 50 Milliarden Euro ist der jährliche Schaden durch das Ausspähen unserer Wirtschaft im Bereich der Cyberkriminalität. Und das ist sehr zurückhaltend geschätzt. Also ich glaube, dass es hier ganz wesentlich wichtig ist, rechtspolitisch unter Wahrung rechtsstaatlicher Ansätze auch hier einen Beitrag zu leisten. Und wir haben einen Beitrag geleistet. Auch das haben Sie angesprochen, Herr Minister. Und das Thema Mindestspeicherfristen ist ja kein leichtes Thema. Das wissen wir hier. Und auch das haben wir sehr oft debattiert und diskutiert. Und mit der Anhörung, die wir am 21. September haben werden. Und ich freue mich, dass die Berichterstatter aller Fraktionen die intensive Arbeit machen. Für uns ist der Kollege Dr. Ulrich, dass wir dort eine Lösung gefunden haben, die den Ansprüchen des Bundesverfassungsgerichts an Verfassungskonformität, aber auch den Ansprüchen des Europäischen Gerichtshofs Rechnung trägt. Und ich habe Ihnen mal mitgebracht das aktuelle Heft der Berlin-Box, das Business-Magazin. Und da freue ich mich, dass der Justizsenator von Berlin mit der Überschrift zitiert wird: Ich bin Verfechter der Verkehrsdatenspeicherung. Das ganze Heft ist überschrieben mit Industrie 4.0. Es geht um Standortperspektiven. Und wenn wir nicht erkennen, dass Sicherheit im Internet, und dazu sind auch Mindestspeicherfristen gut, und gleichzeitig aber auch Datenschutz und Offenheit gegenüber Medien einhergehen, dann werden wir den Standort Deutschland nicht sichern. Und deswegen sind Mindestspeicherfristen nach meiner Meinung auch ein wesentlicher Bestandteil für den Industrie- und Internetstandort Deutschland, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich noch zu zwei Punkten kommen, die mir wichtig sind. Es ist angesprochen worden, das ist das Thema
außergerichtliche Streitbeilegung. Ich glaube, wir haben hier gute Ansätze im Bereich des Verbraucherschutzes. Bei der Umsetzung zweier Gesetzgebungsakte aus Europa, der sogenannten ADR und ODR, Richtlinie und Verordnung, dort müssen wir Regelungen schaffen, die gleichzeitig den Verbrauchern einen leichten Zugang zu außergerichtlicher Streitbeilegung liefern. Es muss es aber auch gelingen, andererseits die Wirtschaft nicht ganz allein mit den Kosten dieser Verfahren zu belasten. Und vielleicht wäre es klug, hier einmal in einer Art allgemeinen Schlichtungs- und Mediationsstelle auf Bundesebene ein Pilotprojekt zu versuchen. Da müssten wir dazu natürlich auch Gelder in den Haushalt einstellen. Ein Pilotprojekt zu versuchen, dementsprechend eine solche Stelle zu etablieren. Weil wir rechnen voraussichtlich mit rund 12.000 Fällen. Das wird ein Kostenvolumen von 2,4 Millionen Euro betragen. Das lässt sich aus dem derzeitigen Haushaltsplan so nicht leisten. Und von daher müssen wir diskutieren in den Beratungen, ob hier nicht ein weiterer Ansatz möglich ist für eine entsprechende allgemeine bundesweit tätige Schlichtungs- und Mediationsstelle. Mediationsstelle sage ich extra dazu, weil wir in der letzten Legislaturperiode das Mediationsgesetz verabschiedet haben und mir wünschen würde, dass diese Gesetze konsistent zusammenarbeiten, dass wir in Deutschland nicht neben Gerichtsbarkeit, Schiedsgerichtsbarkeit, Schlichtungsverfahren, Mediation, jetzt nicht wieder ein neues Verfahren mit Stellen etablieren, sondern dass wir die Konsistenz erreichen. Da wird es noch Diskussionen geben, aber ich glaube, dass sowohl das Ministerium als auch wir im Deutschen Bundestag aller Fraktionen hier auf dem guten Weg sind. Das letzte Thema, was mir wichtig ist, ich reiße es nur kurz an, ist das Thema Insolvenzrecht. Es gibt drei große Bereiche hier. Das ist das Thema Delisting, Pensionsrückstellung und Insolvenzanfechtungen. Und hier würde ich mir wünschen, dass gerade im Bereich der Insolvenzanfechtung, der so wichtig ist für unsere Wirtschaft, dass dort nicht gewartet wird, ob die Rechtsprechung sich noch mal da anders entwickelt und anders dreht, weil die Firmen leiden tagtäglich unter der Situation, sondern dass wir von Seiten der Politik gemeinsam mit Ihnen, Herr Minister, die Dinge anpacken. Unser Berichterstatter, Kollege Hirte, hat viele, viele Vorschläge gemacht. Ich wünsche mir, dass wir die aufnehmen in den aktuellen Beratungen. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit für so viele Themen. Herr Klaus, Sie sehen, man kann auch rechts- und verbraucherpolitische Themen ansprechen. Und ich wünsche mir jetzt eine konsensorientierte Beratung und ein gutes Ergebnis. Dankeschön. Sagt Patrick Sensburg. Für die CDU-CSU-Fraktion sitzt er im Rechtsausschuss. Jetzt erwarten wir hier am Rednerpult Katja Keul für die Bündnis Grün als rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Maas, so als Zuhörerin wundert man sich dann ja hier doch so ein bisschen, wenn der Kollege Sensburg betont, dass das Kernprojekt dieser Legislaturperiode die StPO-Reform ist, die Sie in Ihrer Rede gar nicht erwähnt haben. Also vielleicht könnten Sie sich über Ihre Schwerpunkte noch mal in der Koalition auseinandersetzen. So, fast wäre es in der Sommerpause ja zwischen zwei Sondersitzungen mal etwas ruhiger geworden, wenn da nicht der Generalbundesanwalt gewesen wäre. Und es wird Sie nicht überraschen, dass das hier jetzt noch mal zur Sprache kommt. Ja, die Entlassung war unvermeidlich, das sehen wir auch so. Das Management war trotzdem suboptimal. Nach unserer letzten Ausschusssitzung steht jetzt Aussage gegen Aussage. Der Generalbundesanwalt behauptet, er sei geradezu erpresst worden. Wer die Wahrheit sagt, werden wir nicht mehr ermitteln können, weil die gesamte Kommunikation zwischen Ihrem Ministerium und dem Generalbundesanwalt informell und telefonisch ablief. Warum haben Sie den GBA denn nicht frühzeitig um einen Bericht bzw. ein Rechtsgespräch gebeten und sich seine Rechtsauffassung mal darlegen lassen? Besonders die Frage nach dem subjektiven Tatbestand der Schädigungsabsicht wäre doch interessant gewesen. Ich wage nicht zu spekulieren, ob dieses Gespräch bei Herrn Range zu weiteren Erkenntnissen geführt hätte. Auf jeden Fall hätten Sie uns Parlamentariern einen nachvollziehbaren, dokumentierten Ablauf vorlegen können, statt uns auf Auszüge aus der Ermittlungsakte in der Geheimschutzstelle zu verweisen. Und warum diese Unterlagen überhaupt in der Geheimschutzstelle liegen, obwohl sie gar nicht geheim, sondern nur VS vertraulich eingestuft sind, verstehe ich bis heute nicht. Dass die Einschätzung des Innenministeriums und des Justizministeriums in diesem Kabinett völlig quer zueinander stehen, ist nun, weiß Gott, kein Staatsgeheimnis. Soweit zu den aktuellen Vorkommnissen. Aber jetzt will ich die Haushaltsdebatte zur Legislaturhalbzeit nutzen, um einige grundsätzliche Dinge zu besprechen. Der Justizhaushalt selbst ist ja bekanntlich das kleinste Ressort im Bundeshaushalt, was aber keinesfalls Rückschlüsse auf die Bedeutung der Justiz in unserem Rechtsstaat zulässt. Pro Einwohner kostet uns die gesamte Justiz in Bund und Ländern gerade einmal 53 Euro pro Person. Im Vergleich dazu kostet uns die militärische Verteidigung 400 Euro pro Person. Aber auch der Rechtsfrieden will verteidigt werden.
Schließlich steht und fällt der Frieden im Inneren mit einem funktionierenden Rechtswesen. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei uns immer noch höher als in vielen unserer Nachbarstaaten. Das bleibt aber nicht von alleine so. Mangelnde Wertschätzung oder gar Vernachlässigung sind eine echte Gefahr. Das Verfassungsgericht hatte gerade erst das zweifelhafte Vergnügen, über die rechtsstaatlichen Untergrenzen der Richterbesoldung entscheiden zu dürfen. Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Warum liegen junge Richterinnen und Richter, die eine hochqualifizierte, international anerkannte Ausbildung absolviert haben, unter dem deutschen Durchschnittseinkommen? Und wollen wir wirklich, dass künftig gerade die Richterinnen und Richter Karriere machen, die auf Schnelligkeit und Fallzahlen fixiert sind, statt auf Gründlichkeit? Dass diese Fragen nicht einfach durch Bundesgesetzgebung gelöst werden kann, ist mir schon klar, Herr Kollege, aber wir können es auch nicht einfach so laufen lassen. Hier gibt es ein übergeordnetes Interesse aller und eine große Aufgabe auch für einen Bundesjustizminister. Unmittelbar zuständig, jetzt wiederum, sind Sie für die Bundesrichterwahlen und die Richterwahlausschüsse. Und auch hier muss sich einiges ändern. Selbst der weiße Rauch bei einer Papstwahl ist transparenter als das derzeitige Verfahren. Ich bin der Meinung, es muss wenigstens die Möglichkeit für Richterinnen und Richter geben, sich für die Vorschlagsliste zur Bundesrichterwahl zu bewerben. Die zunehmenden Konkurrentenklagen bei der Besetzung oberster Bundesgerichte sind eine Belastung für alle Beteiligten. Wichtig, um nicht zu sagen existenziell für ein funktionierendes Rechtswesen, ist der Zugang zum Recht für alle, und auch hier droht Gefahr. Wenn die Amtsgerichte in der Fläche verschwinden, wie es jetzt in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist, ist das offensichtlich. Aber auch die Anwaltschaft bedarf dringend höherer Wertschätzung, wenn der Zugang zum Recht für alle erhalten werden soll. Und ich rede jetzt ausnahmsweise mal nicht von den Syndikusanwälten in den Großkanzleien, sondern von den Anwälten vor Ort, die als Mittler und Übersetzer den Menschen den Zugang zum Recht gewähren, ob Ärger mit dem Chef, dem Vermieter oder in der Familie. Der Jahresbruttogewinn der Einzelanwälte beträgt seit über einem Jahrzehnt unverändert 40.000 Euro. Und gerade erst haben alle Post von ihren Kammern bekommen, dass sie sich ein elektronisches Postfach zulegen sollen, weil wir als Gesetzgeber beschlossen haben, ab 2022 nur noch mit der elektronischen Akte zu arbeiten. Ich habe in der Sommerpause mit etlichen Kolleginnen gesprochen. Sie scheuen keine Mühe und Kosten, um die Umstellung der Software und die Aufrüstung von Hardware zu bewältigen, auch wenn das teilweise existenzielle Ausmaße gerade für die Einzelanwälte annimmt. Und es stellen sich beim elektronischen Rechtsverkehr noch andere Fragen als die der Kosten für die Anwaltschaft. Wir wissen seit Snowden bestens, dass es eine absolute Sicherheit für elektronische Daten gar nicht geben kann. Mit welchem Recht will der Staat den Anwälten verbieten, dem Mandanten einen sicheren und gegebenenfalls auch analogen Umgang mit ihren Daten anzubieten? Warum soll ich gerade einen sensiblen Schriftsatz nicht persönlich in den Briefkasten des Gerichts einwerfen dürfen? Bei Atomkraftwerken zum Beispiel durfte noch nie digitale, sondern ausschließlich analoge Technik verarbeitet werden. Und warum sollten wir sensiblen Mandantendaten diesen Schutz nicht gewähren dürfen? Auch der Gesetzgeber kann neue Erkenntnisse durchaus dazu nutzen, alte Entscheidungen noch mal neu zu überdenken. Der elektronische Rechtsverkehr sollte im Interesse der Rechtsschützenden eine freiwillige Option bleiben. Aber noch mal zurück zu den Amtsgerichten. Hier wird den Bürgerinnen heute auch bei geringen Streitwerten ein ordentliches Verfahren gewährt, das im Durchschnitt weniger als 5 Monate beträgt. Mit Ihrem Entwurf zur Verbraucherschlichtung könnten die Bürger künftig an die privaten Schlichtungsstellen verwiesen werden, und das auch noch per AGB. Was nur dann günstiger für Sie ist, wenn Sie sich nicht anwaltlich vertreten lassen. Prozesskostenhilfe ist jedenfalls nicht vorgesehen. Ein geeigneter Schlichter ohne Befähigung zum Richteramt soll dann nach Billigkeit im schriftlichen Verfahren entscheiden. Diese Entscheidung wird weder veröffentlicht, noch ergeht sie im Namen des Volkes, kann aber vom Gerichtsvollzieher vollstreckt werden. Ich frage Sie, wo bleibt die Vorhersehbarkeit der Entscheidung, die Verlässlichkeit, die Rechtsfortbildung? Bei der Umsetzung dieser EU-Richtlinie ist besonderes Augenmaß angesagt, um das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Freiwillige Schlichtung ja, aber keine Paralleljustiz. Was wir brauchen, ist vielmehr eine Rechtsstaatsinitiative für Deutschland, damit unser Rechtswesen funktionsfähig bleibt. Vielen Dank. Soweit Katja Keul, Bündnis 90 Die Grünen. Nach ihr jetzt Dennis Rohde, der für die SPD im zuständigen Ausschuss, demjenigen für Recht und Verbraucherschutz, sitzt. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat mit seinem Ausspruch, dass die Welt aus den Fugen geraten sei,
die, wie ich finde, prägnanteste Zusammenfassung der momentanen Situation, der wir gegenüberstehen, gegeben. Ich finde, diese Formulierung lässt uns gleichzeitig ahnen, vor welchen Herausforderungen wir heute und in den kommenden Jahren stehen bzw. stehen werden. Und natürlich bringt die veränderte globale Lage auch eine besondere Verantwortung für unseren Rechtsstaat mit sich. Es gibt zweifellos neue Herausforderungen, auch im Bereich der inneren Sicherheit, die wir werden meistern müssen. So hat zum Beispiel der Generalbundesanwalt als oberster Staatsanwalt unseres Landes die Aufgabe, gewaltsamen Extremismus gleich welcher Couleur zu verfolgen und so zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger beizutragen. Ich will deshalb zwei Beispiele nennen, wie wir auch die Justiz im Lichte dieser Herausforderung im Haushaltsjahr 2016 unterstützen werden. Zunächst ist da das Thema Rechtsextremismus, das natürlich nicht mit dem Prozess gegen die Rechtsterroristen der NSU abgeschlossen ist. Das Jahr hat gezeigt, dass Rassismus und rechte Gewalt am Rande der Gesellschaft fortleben, dass sie auch in einer offenen, in einer demokratischen Gesellschaft existieren. Und ich sage, Angriffe auf Flüchtlingsheime, auf Menschen, die zu uns kommen, weil sie Schutz und Frieden suchen und menschenverachtende Aufmärsche, sie müssen uns alle beschämen. Vor dem Hintergrund der fortwährenden Herausforderung durch Hass und Gewalt gegen Flüchtlinge und sogar gegen die Menschen, die sich in der Hilfe engagieren, ist es umso wichtiger, dass die Justiz die notwendigen Ressourcen erhält, um mit allen Mitteln des Rechtsstaates konsequent gegen rechtsextreme Gewalt vorgehen zu können. Und auch deswegen setzen wir die Empfehlung des NSU-Untersuchungsausschusses weiter und nachhaltig um, denn wir wissen, die Generalbundesanwaltschaft nimmt zunehmend eine Rolle als koordinierende Instanz und Schnittstelle zwischen den Ermittlungsbehörden wahr. Die personelle Ausstattung für diesen gewachsenen Aufgabenbereich muss dieser Rolle auch entsprechen. Im Haushaltsentwurf sind deswegen für den GBA auch weitere Stellen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus vorgesehen. Und ich finde, das ist gerade in Anbetracht der Zeichen der Zeit eine immens wichtige Maßnahme. Eine ähnliche Schnittstellenfunktion erfüllt die Generalbundesanwaltschaft beim Thema islamischer Terrorismus. Hier sehen wir zunehmend die Herausforderung der sogenannten Rückkehrer, also Dschihadisten, die aus den von der Terrormiliz Islamischer Staat besetzten Gebieten in Syrien und im Irak zurück nach Deutschland kommen. Wir müssen alles daran setzen, dass die Personen, die Tod und Leid über so viele Menschen gebracht haben, hier in Deutschland die gesamte Härte unseres Rechtsstaates zu spüren bekommen. Und genau daran arbeitet die Generalbundesanwaltschaft. Mittlerweile sind über 300 Prüfvorgänge dort anhängig. Darum korrigieren wir auch hier den Stellenplan für eine angemessene Amtsausstattung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die Flüchtlingssituation mit ihren unfassbaren Bildern momentan die gesellschaftliche und politische Debatte beherrscht, möchte ich noch weitere Schwerpunkte aus dem Haushalt des Bundesministers der Justiz und für Verbraucherschutz ansprechen. So schreibt der Regierungsentwurf zum Haushalt 2016 das fort, was wir mit dem Haushalt 2015 begonnen haben, nämlich eine massive Stärkung des deutschen Patent- und Markenamtes als Investition in Innovation und Fortschritt. Mit Verabschiedung dieses Bundeshaushalts werden wir seit Regierungsübernahme Stellen für weit über 100 neue Patentprüferinnen und Patentprüfer ausgebracht haben. Weitere Stellen werden nicht, wie eigentlich vorgesehen, wegfallen, sondern zur Abarbeitung des uns allen bekannten Antragsstaus verwandt werden. Die personelle Entwicklung beim DPMA, sie ist mit Sicherheit eine der positivsten seit vielen Jahren. Lange wurde nicht mehr so viel für dieses Amt getan. Die Große Koalition, sie stärkt das Patent- und Markenwesen, sie stärkt damit die deutsche Wirtschaft, indem sie denen, die Erfinden und Ideen haben, die benötigte Rechtssicherheit gibt und aus einem Patent auch wirtschaftlichen Erfolg werden lässt. Und ich sage Ihnen, und das klang ja vorhin auch schon durch, das ist auch gut für unseren Bundeshaushalt, ein Einnahmeplus von 20 Millionen Euro beim DPMA im Vergleich zu 2014 sorgt auch dafür, dass der Haushalt des Justizministeriums auch zukünftig eine hervorragende, ressortführende Deckungsquote haben wird. Denn verantwortungsvolle Haushaltspolitik bedeutet eben nicht nur, den effizientesten Einsatz von Finanzen zu fördern und Einsparmöglichkeiten durchzusetzen. Verantwortungsvolle Haushaltspolitik bedeutet eben auch, mal genau nachzusehen, wo die Einnahmeseite sinnvoll und nachhaltig verstärkt werden kann. Abschließend ein paar Worte zum Thema Verbraucherschutz. Meine Kollegin Elvira Drobinski-Weiß wird gleich noch genauer auf das Thema eingehen. Wir wissen, dass die heutigen Märkte oft komplex oder sogar unübersichtlich geworden sind, dass viele der alten Gewissheiten im Konsumverhalten
heute nicht mehr gelten. Deshalb setzen wir konsequent und mit Nachdruck auf Transparenz und Informationen der Verbraucherinnen und Verbraucher, damit jeder auf den Märkten nicht nur die beste Kaffeemaschine, sondern auch die für ihn passende Altersvorsorge oder das richtige Bankkonto finden kann. Ich freue mich, dass wir daher auch den guten Weg der letzten Jahre fortsetzen. Wir haben für den Verbraucherschutz einen Ansatz von 35,8 Millionen Euro. Das sind 4,7 Millionen Euro mehr als im letzten Jahr und 11,6 Millionen mehr als 2014. Ich finde, das sind sinnvolle Aufwüchse und sie zeigen, dass wir es ernst meinen mit der Information und dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den kommenden Haushaltsverhandlungen werden sicherlich die Herausforderungen und Chancen der momentanen Flüchtlingssituation im Mittelpunkt auch der medialen Wahrnehmung stehen. Wir als zuständige Haushälter für den Einzelplan des Bundesministers der Justiz und für Verbraucherschutz, wir werden sicherstellen, dass auch die rechts- und verbraucherpolitischen Themen am Ende nicht herunterfallen werden. Vielen Dank. Dennis Rohde war das für die SPD-Fraktion. Weiter geht es jetzt mit Harald Petzold, der für die Linksfraktion Obmann im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz ist. Vielen Dank. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Bundesminister, für die linke Opposition bleibt es dabei, der Einzelplan des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz wird den Anforderungen, die aktuell vor uns in der Justiz- und Verbraucherschutzpolitik stehen, nicht gerecht. Ich würde sogar zuspitzen und sagen, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und ich werde Ihnen das an zwei Beispielen erläutern. Da ändern auch die Zahlen akrobatischen Spiele von Herrn Kollegen Dr. Sensburg nichts, der hier in atemberaubender Logik uns vorgerechnet hat, um wie viel, eigentlich hätten Sie das in Zahlen viel kürzer sagen können, um wie viel natürlich der Haushalt angewachsen ist, was wir auch nicht übersehen haben. Aber ich will Ihnen an meinen Beispielen deutlich machen, dass es eben zentrale Punkte gibt in diesem Haushalt, wo die Anforderungen eben nicht ausfinanziert werden. Und ich beginne mit der Nationalen Stelle zur Verhütung von Folter in Wiesbaden, die Deutschland errichtet auf der Basis des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Folter ist in manchen Ländern ein Grund oder in vielen Ländern ein Grund, warum Menschen hierher nach Deutschland flüchten. Und deswegen ist es gut, dass wir diese nationale Stelle haben. Denn es ist eine unabhängige nationale Einrichtung zur Prävention von Folter und Misshandlung. Sie erfüllt sehr wichtige Aufgaben, nämlich regelmäßig Orte des Freiheitsentzuges aufzusuchen und dort zu überprüfen, inwieweit Menschenrechte eingehalten werden bzw. erniedrigende Behandlung von Menschen stattfinden könnte. Sie soll auf Missstände aufmerksam machen, sie soll Verbesserungsvorschläge unterbreiten und darüber hier im Deutschen Bundestag unter anderem berichten. Sie müsste das machen, indem sie zum Beispiel unangemeldet in diese Einrichtung geht. Und das kann sie aufgrund der personellen Ausstattung, die sie hat, leider nicht. Und an der Stelle sage ich, für uns ist es nicht hinnehmbar, dass diese nationale Stelle nicht aufgabengerecht ausgestattet wird finanziell. Sie haben sich im vergangenen Jahr, Herr Bundesminister, hier feiern lassen, als Sie uns erklärten, dass der Bundesanteil auf 180.000 Euro aufgestockt werden soll. Sie legen uns jetzt wieder einen Haushalt vor, der diese Aufstockung nicht nachvollzieht und damit natürlich auch den Ländern die Ausrede gibt, warum sie ihren eigenen Anteil nicht aufstocken, weil das nämlich gesetzlich dann vorgeschrieben ist, wie diese Aufstockung zu erfüllen hätte. Und damit ist die nationale Stelle eben nicht ausgestattet. Und das ist für die Linke nicht akzeptabel. Das werden wir beantragen zu ändern. Dafür kritisieren uns im Übrigen auch die Vereinten Nationen, die in ihrer letzten Überprüfung auf diese finanzielle Ausstattung hingewiesen haben. Zweiter Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist der Umgang mit Stiftungen. Wir haben auf der einen Seite die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, IAZ. Es ist gut, dass es diese Stiftung gibt, denn diese Stiftung berät unter anderem osteuropäische, südosteuropäische Länder in Sachen Demokratie und in Sachen Marktwirtschaft. Und ich sage, das sind auch Punkte, wo Menschen eben auf der Flucht sind hier nach Deutschland und weswegen wir diese Beratung auch brauchen. Und deswegen ist es auch gut, dass diese Stiftung in Millionenhöhe von der Bundesregierung gefördert wird und dass es also im nächsten Jahr sogar eine Aufstockung der Finanzen dieser Stiftung auf 5,5 Millionen Euro geben wird. Im Gegensatz dazu haben wir aber zum Beispiel die Arbeit der Stiftung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Diese Stiftung ist 2011 gegründet worden und finanziert sich lediglich aus den Erlösen des Stiftungskapitals. Und die Zinsen sind im Moment so niedrig, dass die Erlöse, die die Stiftung erzielt,
nicht mal ansatzweise ausreichen, um die vielen Aufgaben, die die Stiftung erfüllt, finanzieren zu können. Und es ist auch wichtig, dass wir diese Stiftung haben. Es ist sehr gut, dass wir diese Stiftung haben, denn sexuelle Orientierung, sexuelle Identität sind auch wieder Fluchtgründe. In Ländern wie Afghanistan, in Irak, in Syrien steht es entweder unter Strafe oder unter erheblicher gesellschaftlicher Ächtung. Und deswegen ist es gut, dass wir eine Stiftung haben, die sich um den Aufbau von Akzeptanz für Menschen mit einer nicht-heterosexuellen Orientierung kümmert. Die Projekte, die sie umsetzen, sind unter anderem das Archiv der anderen Erinnerungen, wo das Unrecht durch Verurteilung nach § 175 aufgearbeitet werden soll. Das ist zum Zweiten sind zahlreiche Projekte geschlechtlicher und sexueller Diversität. Das ist die aktive Bekämpfung von Homophobie beispielsweise im Sport. Das Projekt Fußball für Vielfalt will ich hier nennen, wo inzwischen also ehemalige Fußballnationalspieler wie Thomas Hitzesberger bekannte Botschafter sind. Das sind eigene Hirschfeldtage und umfangreiche Publikationen, wo Bildungs- und Aufklärungsarbeit geleistet wird. Und diese Liste ließe sich fortsetzen. Und die Arbeit dieser Stiftung wird lediglich mit einem Geschäftsführer und gegenwärtig drei halben Referenten bzw. Sachbearbeiterstellen geleistet. Der Rest ist Ehrenamt. Und ich finde, das ist eine Ungleichbehandlung, die wir nicht akzeptieren können. Und wo ich deutlich sage, ich neide der IAZ überhaupt nicht die Millionen, im Gegenteil. Und meine Fraktionskollegin Frau Dr. Lötsch, die im Kuratorium der IAZ sitzt, würde mir den Kopf abreißen, wenn ich da was anderes sagen würde. Aber ich sage, ich verlange eine Gleichbehandlung für diese Stiftung und damit also auch entweder eine erhebliche Erhöhung des Stiftungskapitals für die Magnus-Hirschfeld-Stiftung oder eine auskömmliche institutionelle Förderung. Und erlauben Sie mir abschließend, dass ich dem Geschäftsführer der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Herrn Litwin-Schuh und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich für diese umfangreiche Arbeit, für so wenig Geld danke. Und ich denke, das ist auch mal ein Beifall dieses Hauses wert. Da kann sogar die Union klatschen, denn sie haben sehr aktive und engagierte Mitstreiter im Kuratorium dieser Stiftung. Last but not least, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Einzelplan 07 wird aus unserer Sicht den Anforderungen nicht gerecht. Die Linke wird in den Ausschüssen entsprechende Änderungsanträge unterbreiten. Vielen Dank. Harald Petzold war das für die Linksfraktion. Nächste Rednerin ist jetzt Mechthild Heil für die CDU-CSU. Kollegin Mechthild Heil. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gute Politik muss nicht immer viel kosten. Mit rund 736 Millionen Euro hat das Bundesministerium für Recht und Verbraucherschutz den kleinsten Etat aller Ministerien. Ich sage klein, aber fein, denn gute Verbraucherpolitik hängt nicht immer von einem großen Budget ab. Hängt ab von einer guten Gesetzgebung. Klar, gute Gesetzgebung, das hilft immer. Aber wir haben auch andere Mittel, um die Position der Verbraucher in Deutschland zu stärken. Das tun wir im Verbund mit vielen Initiativen aus der Zivilgesellschaft, von Verbänden und der Wirtschaft. Gemeinsam kommen wir da ein ganzes gutes Stück voran. Und deswegen an dieser Stelle Ihnen allen, die Sie dabei helfen, mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit und die wichtigen Beiträge, die Sie im Bereich der Verbraucherpolitik uns auch liefern. Aber Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also, wie sieht es mit unseren Aufgaben aus? Als Gesetzgeber haben wir die Weichen für mehr Verbraucherschutz gestellt. Wir haben die Marktwächter eingeführt, digitalen und finanziellen Verbraucherschutz damit auf den Weg gebracht. Das haben wir im Koalitionsvertrag so verhandelt und so haben wir das auch umgesetzt. Heute stehen immerhin im Haushaltsplan dafür 10 Millionen Euro zur Verfügung. Und das Kleinanlegerschutzgesetz haben wir schon verabschiedet. Praktiken, wie sie Procon in der Öffentlichkeit betrieben hat, das wollen wir nicht mehr sehen. Auf manchen Märkten müssen Verbraucher halt mehr geschützt werden als auf anderen Märkten. Die Umsetzung der ADR-Richtlinie, also dem Schlichtungsverfahren in Verbraucherangelegenheiten, das steht noch vor uns. Mit der außergerichtlichen Streitschlichtung wollen wir aufwendige Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmen und Verbrauchern vermeiden. Gerichte werden entlastet und Kunden kommt unbürokratisch und kostengünstig zu ihrem Recht. Der Aufbau und der Betrieb dieser Schlichtungsstelle ist nun mal Sache der Länder. Inwieweit der Bund an der Stelle koordinierend eingreifen sollte, werden wir im weiteren Verfahren zu diskutieren haben. Mir liegt daran, im Sinne der Verbraucher
bundesweit einheitliche Strukturen zu schaffen und die Schlichtungsstellen so schnell wie möglich und auch so flächendeckend wie irgend geht ans Arbeiten zu bringen. Welche Themen sind derzeit für Verbraucher interessant? Ich möchte Ihnen vier Themen nennen, die aktuell auch auf meiner Agenda stehen. Da wäre zunächst einmal die Tachomanipulation zu nennen. Tachomanipulation auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Nach Schätzungen vom ADAC ist jeder dritte Tacho manipuliert. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich jährlich auf rund 8 Milliarden Euro. 8 Milliarden Euro, die Kunden zu viel bezahlen. Was können wir dagegen unternehmen? Wie können wir die Verbraucher gegen diese offenbar weit verbreitete Praxis besser schützen? Ich habe dazu die verschiedenen Akteure zu einem runden Tisch eingeladen. Hersteller, Werkstätten, TÜV, DEKRA und viele andere mehr. Und gemeinsam haben wir darüber diskutiert und auch Maßnahmen erarbeitet. An erster Stelle zu nennen, härtere Strafen für die Manipulierer. Aber auch eine Verpflichtung der Hersteller, sichere Chips einbauen zu müssen. Die Hersteller könnten das, aber seit Jahren und Jahrzehnten tun sie es nicht. Und das wichtigste Instrument, die Einführung einer Datenbank für die Laufleistung der Autos auf freiwilliger Basis. In Ländern wie Belgien oder den USA hat sich die Zahl der Missbrauchsfälle dadurch deutlich reduziert. Und wie soll das genau funktionieren? Sobald Sie in eine Werkstatt fahren, zum TÜV, zur ASI, zur ASU, Reifen wechseln, Ihre Scheibe reparieren lassen, abgeschleppt werden, eine Panne haben, sich bei der Versicherung melden oder was Sie auch immer mit Ihrem Auto machen, der Kilometerstand wird erfasst und freiwillig der Lebenslauf Ihres Wagens gespeichert. Sollten Sie den Wagen dann verkaufen, haben Sie eine lückenlose Dokumentation. Eine Manipulation am Kilometerzähler wird deutlich erschwert. Die CDU-CSU-Arbeitsgruppe Verkehr erarbeitet deshalb aktuell einen Gesetzentwurf oder eine Gesetzesänderung. Und da kann ich nur sagen, als verbraucherpolitische Sprecherin, das ist eine klasse Zusammenarbeit mit den Kollegen. Vielen Dank dafür. Und es ist aber auch wirklich eine gute Verbraucherpolitik, die wir da auf den Tisch legen. Sie hilft den Verbrauchern direkt, sie hilft den redlichen Händlern, sorgt für einen fairen Wettbewerb und sie verhindert natürlich auch Schäden an der Volkswirtschaft. Ich bin deswegen wirklich auch zuversichtlich, dass so den Käufern von Gebrauchtwagen oder Leasingfahrzeugen, wo das auch ein großes Problem, konkret geholfen werden kann. Und ein weiteres Thema möchte ich gerne ansprechen, das mich umtreibt, die mangelnde Augenhöhe zwischen Anbietern und Kunden im Finanzmarkt. Wir haben in den letzten Jahren viele Maßnahmen ergriffen, um für die Verbraucher Licht ins Dunkeln der Finanzanlagen zu bringen. Wir haben Informations- und Dokumentationspflichten für Unternehmen eingeführt, wir haben über deren Haftung gesprochen, bis hin zur Einführung des Finanzmarktwächters oder des Kleinanlegerschutzgesetzes. Und ich möchte auch diesen Weg weitergehen, aber an einer anderen Stelle ansetzlich setzen, nämlich einen Schritt vorher beim Verbraucher selbst. Die Altersvorsorge und sichere Geldanlagen sind von zentraler Bedeutung für jeden Verbraucher. Und damit jeder Verbraucher entscheiden kann, was für ihn nun eine gute und sinnvolle Geldanlage ist oder Altersversorgung ist, benötigt er eben gute und strukturierte Informationen. Aber er muss auch mit diesen Informationen umgehen können. Er muss sie verstehen und bewerten können. Verbraucherfinanzbildung, so möchte ich das mal nennen, wird in den kommenden Jahren ein wichtiges Thema sein. Es gibt bereits viele Initiativen von Finanzinstituten über die Präventionsnetzwerke bis zu Schuldnerhilfen, die Kompetenz der Verbraucher, insbesondere auch der jungen Verbraucher, stärken sollen und wollen. Das finde ich toll, aber bei diesen ganzen Initiativen, wer findet sich da eigentlich noch zurecht? Ich möchte deshalb, und das werbe ich auch an der Stelle, hierfür eine zentrale Anlaufstelle im Internet schaffen, auf der man auf einen Blick die für eine Altersgruppe oder Lebensphase relevanten vorhandenen Angebote finden kann. Das Ganze könnte FIWIKO, schwieriger Begriff, heißen, also Bundesnetzwerk Finanz- und Wirtschaftskompetenz. Und wer könnte ein solches Portal betreiben? Ich denke, die Stiftung Warentest, die Stiftung Finanztest wäre hierfür ein guter Ort. Und hier heute in der Haushaltsdebatte und den Beratungen, die darauf folgen werden, ist das sicherlich eine gute Stelle, dass wir darüber diskutieren und nachdenken sollten. Die Idee hat auch schon Einzug in unsere Papiere in der CDU, in das Papier der Kommission Nachhaltigkeit gefunden und unter der Leitung von Julia Klöckner haben wir im Dezember das auf dem Bundesparteitag und ich hoffe auch, dass es doch so beschlossen wird. Ich möchte Ihnen
Ich möchte Ihnen einen dritten Bereich in der Verbraucherpolitik nennen, der mir wichtig ist. Er gehört zwar nicht direkt zum Einzelplan 07, ist aber Kern der Verbraucherpolitik. Das ist die Ernährungspolitik. Ich hatte vorhin gesagt, dass gute Politik sich nicht in der Höhe der Haushaltsmittel bemessen lässt. Gute Politik besteht auch nicht nur darin, Gesetze zu machen. Ich stimme deshalb unserem Bundesernährungsminister Christian Schmidt zu, wenn er sagt, er wolle den Teller nicht mit Gesetzen vollpacken. Wir können unsere ernährungs- und gesundheitspolitischen Herausforderungen nicht nur mit Gesetzen und Verboten lösen. Werbeverbote, sei es für Kindernahrung oder für Genussmittel, sind für mich eindeutig der falsche Weg. Stattdessen wollen wir die Ernährungskompetenz stärken. Bundesminister Schmidt hat angekündigt, seine Ernährungsbildungsinitiative für Kinder und Jugendliche auszubauen. Nur so können wir zu einem gesunden Lebensstil motivieren. Und viertens und letzter Bereich möchte ich den Bereich Digitalisierung ansprechen. Die Digitalisierung schreitet voran. Wir sehen einen Trend weg vom Eigentum hin zur Nutzung. Es wird verliehen, geteilt und wiederverkauft. Der Bereich der Share Economy wächst. Das Internet macht das Zusammentreffen von Anbietern und Nachfragern so leicht wie nie zuvor. So sind Carsharing oder Unterkunftsbörsen Modelle, die bereits heute von vielen Menschen genutzt werden. Das bringt viele Vorteile mit sich. So habe ich heute mehr Wahlmöglichkeiten, um zum Beispiel von A nach B zu kommen. Aber es bringt eben auch Risiken mit sich. Uber und Co. stellen uns vor neue Fragen. Ist der Nachweis der Ortskenntnisse noch notwendig, wenn ich auch ein Navigationsgerät habe? Wie muss die Sachkundenachweis gestaltet werden? Wie sind die Insassen im Schadensfall abgesichert? Wem gehören die erfassten Daten und wie werden sie genutzt? Ganz neue Fragen stellen sich auch bei den Unterkunftsbörsen, die sich neben den traditionellen Hotels oder Jugendherbergen etabliert haben. Ab wann handelt es sich um gewerbliche Nutzung? Wie sieht es im Schadensfall mit den Versicherungen aus? Wir als CDU, CSU-Fraktion sind diese Fragen wichtig und sie müssen im Ausgleich immer zwischen dem Verbraucher und der Wirtschaft gelöst werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an den von mir jetzt gerade genannten Beispielen, den vier Beispielen, können Sie sehen, die Bereiche, in denen sich Verbraucherpolitik im 21. Jahrhundert abspielt, die sind sehr, sehr vielfältig. Es gibt Themen, an die haben wir vor einigen Jahren noch überhaupt nicht gedacht. So befindet sich unsere Verbraucherpolitik in einem stetigen Wandel, bei dem wir immer abwägen müssen, wo Regulierung sinnvoll und notwendig ist und wo die Freiheitsrechte des Einzelnen zu stark beschränkt werden. Das gilt im Finanzmarkt genauso wie im Ernährungsbereich. Gute Verbraucherpolitik ist mehr als nur Verordnung, Gesetz und Haushaltsmittel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Verbraucher zu stärken. Wir nutzen all diese Möglichkeiten, wir nutzen sie erfolgreich. So sieht eben nachhaltige Verbraucherpolitik aus. Vielen Dank. Die Rede von Mechthild Heil war das, CDU-CSU-Fraktion. Auch die nächste Rednerin wird sich mit der Verbraucherpolitik beschäftigen. Es ist Nicole Maisch, Bündnis 90, die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, Frau Heil, ich finde es ja schon eigenartig, dass offensichtlich selbst die Union glaubt, dass Herr Maas im Verbraucherschutz jetzt auch noch die Ernährungssachen mitmachen müsste. Ich finde, das soll man ihm jetzt nicht auch noch aufbürden. Da könnte der Herr Schmidt doch auch mal selbst aktiv werden. Ansonsten, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben sich kräftig auf die eigene Schulter geklopft, zuletzt der Kollege Rohde, als er die Erhöhung des Titels Information der Verbraucherinnen und Verbraucher um 4 Millionen gelobt hat. Man muss sagen, so eine Erhöhung klingt ja erstmal nicht schlecht. Aber wenn man sich dann genau anguckt, was Sie alles in diesen armen kleinen Haushaltstitel gequetscht haben, dann sieht das doch gleich viel weniger üppig aus. 10 von diesen 16 Millionen sind allein für die Marktwächter, Finanzen und Digitales veranschlagt. Wir müssen sagen, das sind gut investierte 10 Millionen. Das war eine langjährige grüne Idee. Als die SPD noch irgendwie auf dem Münte-TIF konzeptionell festgehangen ist, haben wir den Marktwächter 2008 hier schon gefordert. Jetzt wird er eingeführt, das ist gut, aber das kann es nicht gewesen sein beim Thema Verbraucherinformation. Wenn man sich nämlich anguckt, wie viel für die alle anderen Projekte zur Verbraucherinformation und Aufklärung übrig ist, für Gesundheit, für nachhaltiger Konsum, für Telekommunikation außerhalb des Internets, dann sind das nur noch 6,8 Millionen Euro. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist wirklich zu wenig.
Es war immer unsere gemeinsame Position, als wir noch gemeinsam in der Opposition saßen, dass die Marktwächter als zusätzliche Struktur gedacht waren. Und wir finden diese Zusätzlichkeit, dieses zusätzliche Angebot an die Verbraucherinnen und Verbraucher, das muss sich auch im Haushalt widerspiegeln. Und wo wir gerade bei den Marktwächtern sind, ich finde, wenn man so eine gute Idee hat und das dann auch in den Koalitionsvertrag reinboxt, dann muss man so eine gute Idee auch richtig umsetzen. Und was den Haushalt angeht, bedeutet das, dass wir hier eine institutionelle Förderung und kein befristetes Projekt brauchen. Diese Befristung, die immer wieder von Ihnen ja so angelegt wird, zeigt doch nur, dass die Union nur darauf wartet, die Marktwächter wieder loszuwerden. Sie wollten sie nie, und ich glaube, der Hintergedanke ist, dass man die möglichst schnell wieder loswerden will. Aber verlässliche Mittel sind leider nicht das Einzige, was den Marktwächtern in der schwarz-roten Version noch fehlt. Wir brauchen dringend ein institutionelles Bindeglied zwischen der Finanzaufsicht und den Marktwächtern. Wir wissen, der Wachhund kann nur bellen. In einem Rechtsstaat beißen muss die Aufsicht, und da fehlt einfach die institutionelle Verzahnung. Hier sollten Sie nacharbeiten, damit die 10 Millionen dann auch wirklich wirksam werden. Und wir haben mit dem Kleinanlegerschutzgesetz auch mit Ihrer Mehrheit ein neues Aufsichtsziel bei der BaFin etabliert. Das haben wir immer unterstützt. Aber das müssen Sie jetzt auch strukturell mit Leben füllen. Das darf nicht irgendwie als Querschnittsaufgabe miterledigt werden, sondern da braucht es angemessene Ressourcen, da braucht es hochrangiges Personal in der Behörde, damit das nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch in der Behördenwirklichkeit gelebt wird. Die Kollegin Heil hat ja mit den interessanten Ausführungen zum Thema manipulierte Tachos auch gesellschaftliche Großthemen angesprochen. Ich möchte das auch noch machen, was wir als gesellschaftliche verbraucherpolitische Großthemen ansehen, wo wir finden, dass sie bisher nicht viel vorzuweisen haben. Sie haben was gemacht beim Finanzmarkt, das sehen wir auch. Da kann man sich eher noch streiten, wie kann man es besser machen. Aber es gibt drei Themen, die sie bisher gar nicht beackern. Und das erste ist der nachhaltige Konsum. Da ist wirklich seit vielen Jahren, eigentlich seit Renate, was anderes jetzt machen muss, leider aufgrund blöder Mehrheiten, wirklich nichts mehr passiert. Wo sind denn Ihre Ansätze zur Eindämmung der Siegelflut? Was haben Sie denn zu sagen zum Thema geplante Obsoleszenz? Ja, offensichtlich regt Sie das jetzt furchtbar auf. Also Sie könnten ja mal antworten. Was haben Sie denn zu sagen zum Thema geplante Obsoleszenz? Wie ist denn... Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Stellen Sie doch eine Zwischenfrage und pöbeln Sie nicht. Das wäre doch mal angemessen Umgang. Ja, was ist denn, wie sehen Sie denn das Potenzial grüner Geldanlagen für die Transformation unserer Wirtschaft? Wo sind da Ihre Antworten? Da haben wir noch keine gehört, und zwar seit vielen Jahren nicht. Und wir finden, dass Sie auch die Frage beantworten müssen, wenn Sie sich mit dem Thema Verhaltensökonomik mit dem Thema befassen, was kann das denn leisten für nachhaltige Konsummuster? Die Umwelt ist eine große Leerstelle in der sozialdemokratischen Politik in dieser Legislatur, leider nicht nur im Verbraucherministerium, sondern auch in anderen Ressorts. Der zweite Punkt, den ich wichtig finde, den ein Verbraucherschutz- und Justizminister bearbeiten müsste, wäre das Thema Big Data. Und natürlich ist es schwer, wenn man gerade die Vorratsdatenspeicherung, quasi staatliches Schnüffeln etabliert hat, sich dann Gedanken zu machen, wie wir die Bürger dafür schützen müssen, in der Privatwirtschaft ausgeschnüffelt zu werden. Aber trotzdem erwarte ich von diesem Minister, dass er sich Gedanken macht, dass er Vorschläge macht, wie gehen wir um mit dieser allumfassenden Datensammlung über unser persönliches Leben. Das fängt ja an bei den smarten kleinen Armbändern, die Herzschlag, Bewegung, Kalorienaufnahme, alles messen. Was passiert mit diesen Daten? Welche Versicherungskonzerne interessieren sich dafür? Wer hat Interesse an diesen Daten? Glauben Sie, die liegen einfach auf Jahre hin ungenutzt bei den Konzernen? Das glauben Sie selber nicht. Und wenn Sie das glauben, zeigt das, dass hier bei der Union offensichtlich eine Leerstelle an Diskurs in diesem Bereich stattfindet. Und das ist ein Punkt, wo Frau Heil und ich uns vielleicht sogar einig sind. Wir finden, wir müssen die neue Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher in der Sharing Economy diskutieren. Aber wenn Sie sagen, das ist Ihnen so wichtig und wir haben uns Gedanken gemacht, warum kennen wir diese ganzen guten Gedanken nicht? Die Legislatur ist jetzt nicht seit gestern angefangen, sondern wir könnten ja schon mal anfangen, konkrete Projekte zu diskutieren. Es gibt mit dem Kleinanlegerschutzgesetz, das war so ein erster Punkt, wo man sich überlegt beim Thema Crowdfunding, was kann man regulieren, wo man ganz konkret in die politische Debatte einsteigt. Ich habe jetzt von Ihnen außer den Überschriften noch nichts gehört, und Sie sind ja auch nicht erst gestern verbraucherpolitische Sprecherin. Das finden wir
ist alles ein bisschen dürftig. Was die Zukunftsthemen, die wirklich großen Debatten, Big Data, Sharing Economy, nachhaltiger Konsum, da sind Sie blank ohne Ende. Und das finde ich ziemlich traurig. Und vielleicht so ein letzter Wunsch. Das mit den Tachos finde ich super, aber Big Data, Sharing Economy, nachhaltiger Konsum, das fänden wir doch ein bisschen wichtiger. Vielen Dank. Soweit Nicole Maisch, Bündnis 90 Die Grünen und ihre Kritik an der Verbraucherpolitik der Großen Koalition. Weiter geht es jetzt mit Johannes Fechner für die SPD. Er ist Sprecher für Recht und Verbraucherschutz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Halbzeit der Legislaturperiode können wir festhalten, dass die Große Koalition in der Rechtspolitik enorm viel geleistet hat, viele wichtige Gesetze beschlossen hat, die von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen werden und die ihnen unmittelbare Vorteile bringen. Ein Beispiel ist das Maklerrecht, wonach nun der Besteller den Makler zu bezahlen hat. Mit der Mietpreisbremse bewahren wir die Mieter und Mieterinnen vor explodierenden Mieten. Wir haben mit der Frauenquote ein wichtiges Stück Gleichstellung in der Privatwirtschaft geschaffen. Und im Strafrecht haben wir Strafbarkeitslücken geschlossen, um Kinder und Jugendliche besser vor Missbrauch zu schützen. Zur Halbzeit der Legislaturperiode ist also festzuhalten, wir haben in diesen beiden Jahren viel erreicht für die Bürgerinnen und Bürger. Mein Dank an unseren äußerst aktiven Justizminister und an alle, die an diesen intensiven Gesetzgebungsprozessen mitgewirkt haben. Es waren zwei gute und erfolgreiche Jahre für die Rechtspolitik. Und wir haben weiterhin viel vor. Aber ich will nicht verschweigen, dass die SPD-Fraktion in einigen Bereichen auch gerne mehr getan hätte. Wir hätten gerne die Ehe für alle eingeführt, wir hätten gerne die Mietpreisbremse umfangreicher gestaltet und wir hätten im Verbraucherschutz gerne einen gesetzlichen Deckel für die astronomischen, teilweise astronomischen Dispozinsen geschaffen. Aber diese Regelungen sind sinnvoll und wichtig und deswegen werden wir bei diesen Themen weiter am Ball bleiben. Und wir haben viel vor in dieser zweiten Halbzeit der Legislaturperiode. Wir wollen mit den Kollegen vom Sport ein Anti-Doping-Gesetz verabschieden, mit dem wir endlich den Betrug auch in Deutschland im Sport effektiv bekämpfen können. Wir wollen noch mehr tun für Mieterinnen und Mieter, indem wir die Berechnung der Mietspiegel auf eine breitere Basis stellen. Und wir wollen die kleinen und mittleren Handwerksbetriebe entlasten und ihnen helfen, sie unterstützen, indem wir den sogenannten Handwerkerregress regeln, damit Handwerker, wenn sie mangelhaftes Material einbauen, nicht auf den hohen Schäden sitzen bleiben, die sie nicht verursacht haben. Und handeln müssen wir auch, wenn es darum geht, Menschen zu schützen, die in einer wehrlosen Lage sind, die ausgebeutet werden. Wenn hier bei uns in Deutschland Menschen ausgebeutet werden, etwa durch Zwangsprostitution, dann müssen wir handeln. Und ich hoffe, dass wir schon bald eine sinnvolle strafrechtliche Regelung für diese Fälle beschließen, und zwar für alle Fälle unmenschlicher Ausbeutung. Menschenhandel, Zwangsprostitution und Ausbeutung jeder Art darf es in Deutschland nicht geben. Jeder, der dies tut, muss hart bestraft werden. Und wir schaffen dafür die strafrechtlichen Voraussetzungen. Allerdings helfen bekanntlich die besten Gesetze nichts, wenn wir zu wenig Personal zu deren Umsetzung haben. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich, dass auf unseren Vorschlag hin 3.000 Stellen bei der Bundespolizei und weitere 1.000 Stellen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geschaffen werden. Wichtig ist auch angesichts der zunehmenden Ermittlungsverfahren, Kollege Rother hat schon darauf hingewiesen, wegen des islamischen Terrorismus, dass im Haushalt neue Stellen für den Generalbundesanwalt bewilligt wurden. Und wir stärken den Verbraucherschutz durch 15 Stellen bei der Verbraucherzentrale. Zudem stärken wir den Innovationsstandort Deutschland, indem wir 56 neue Stellen beim Deutschen Patent- und Markenamt schaffen. Das alles zeigt, dass wir bei diesen Behörden für mehr Personal sorgen, damit diese ihre wichtigen Aufgaben effektiv wahrnehmen können. Nicht ausreichend ist aus meiner Sicht die Personalausstattung beim Bundesgerichtshof. Und zwar einerseits bei den Zivilsenaten aufgrund einer deutlichen Erhöhung der Verfahren durch die ZPO-Reform und auch bei den Ermittlungsrichtern, weil die Eingangszahlen bei Verfahren zu islamistischem Terrorismus deutlich angestiegen sind. Hier müssen wir in den Haushaltsberatungen handeln. Hier besteht Handlungsbedarf. Und zum Schluss, zu Recht steht im Mittelpunkt der politischen Diskussion derzeit die große Zahl an Flüchtlingen. Ausdrücklich ein Lob an den Justizminister, der in dieser Frage immer klar und deutlich Stellung bezogen hat gegen Fremdenfeindlichkeit. Ich fand, das war vorbildlich. Vielen Dank hierfür. Und leider kam und kommt es in Deutschland ja zu häufig zu fremdenfeindlichen Aktionen gegen Flüchtlinge. Ich glaube, es war richtig,
dass wir eine härtere Bestrafung bei dieser Hasskriminalität ermöglicht haben durch einen neuen Strafzumessungsgrund, damit Rassisten schärfer bestraft werden können, wenn sie Flüchtlinge angreifen, wenn sie Unterkünfte in Brand stecken oder in diesem unsäglichen Umfang, wie wir es leider erleben, in Online-Foren menschenverachtende Hetze verbreiten. Das können wir nicht dulden und es war richtig, hier das Strafgesetzbuch zu verschärfen und entsprechend abzuändern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Johannes Fechner war das für die SPD. Weiter geht es jetzt mit Volker Ulrich, CDU-CSU. Dr. Volker Ulrich. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Debatte um die Rechtspolitik steht im Mittelpunkt. Die Diskussion um den Einzelplan 7 und sie ist auch stets eine Standortbestimmung über die Frage, welche Defizite haben wir in der Rechtsetzung und wo muss der wertgebundene und wehrhafte Rechtsstaat nachsteuern, um ein wesentliches Ordnungsmerkmal unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bewahren, nämlich Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört, dass wir in der nächsten Sitzungswoche bereits den Gesetzentwurf über die Speicherung von Verbindungsdaten verabschieden. Wir haben stets darauf hingewiesen, dass zur Aufklärung schwerer und schwerster Straftaten der wehrhafte Rechtsstaat Ermittlungsansätze nutzen muss, die sich in der digitalen Sphäre befinden, weil oftmals digitale Spuren der einzige Ermittlungsansatz sind, und wir zumindest den Strafverfolgungsbehörden Waffengleichheit und Chancengleichheit mit den Straftätern zugestehen müssen. Das ist eine wesentliche Kernforderung unserer Justizpolitik. Die Debatte darf aber auch heute nicht geführt werden, ohne auf die Vorkommnisse der letzten Wochen und Monate hinzuweisen. Es ist in vielerlei Umständen zu unerträglichen Ausschreitungen und Äußerungen von Hass, Hetze und Gewalt aufrufen gekommen. Es ist richtig, da sind wir uns in diesem Hohen Hause einig, dass der wehrhafte Rechtsstaat alle demokratischen Parteien in diesem Bundestag Gewalt, Hetze und Hass gegen Schwache und Verstöße gegen die Würde des Menschen auf der Schärfste verurteilen. Dazu gibt es und darf es keine Alternative geben. Wir haben im Frühjahr dieses Jahres den Paragraph 46 des Strafgesetzbuches reformiert und klar und deutlich gemacht, dass rassistische, fremdenfeindliche und sonstige menschenverachtende Beweggründe strafschärfend zu berücksichtigen sind. Und einige haben damals angeführt, das sei doch nur Symbolpolitik. Man bräuchte diese Regelung gar nicht. Aber die Ereignisse der letzten Tage und Wochen haben bewiesen, dass der wehrhafte Rechtsstaat auch diese Strafzumessungsvorschriften braucht, weil er damit ein klares Signal aussendet, dass wir diese Umtriebe in diesem Land nicht dulden. In diesem Zusammenhang darf ich für unsere Fraktion Ihnen, Herr Bundesminister Maas, auch unsere vollste Unterstützung zusagen, wenn es darum geht, dass Sie bei Facebook und Twitter und anderen sozialen Netzwerken klar und deutlich machen, dass Hass und Hetze und Aufrufe zur Gewalt diesem Bereich nichts verloren hat. Sicherlich ist festzustellen, dass die Meinungsfreiheit ein hohes Gut ist und dass es auch in diesem Land erlaubt sein mag, unsinnige oder gar absurde Meinungen zu äußern. Aber die Meinungsfreiheit findet ihre Grenzen im Recht des anderen, dort, wo die Ehre, wo die Würde des Menschen, wo Straftatbestände verletzt sind. Und soziale Netzwerke mögen von einem anderen Land, aus einem anderen Rechtskreis heraus betrieben werden. Sie stehen aber nicht außerhalb des Rechts, sondern sie müssen sich an das halten,
was Sie selbst in Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen vorschreiben und was letztendlich der Anstand gebietet, dass diese Kommentare ohne weitere Umstände gelöscht werden und dass das Internet kein Raum sein darf, in denen Hass- und Gewaltfantasien ausgelebt werden. Wir dürfen es aber nicht bei Appellen belassen. Wenn wir die sozialen Netzwerke bitten, entsprechende Stellen zu löschen, dann heißt das auch für uns und für die Strafverfolgungsbehörden, dass sie diesen Hinweisen auch nachgehen und dass in den Ländern eine ordentliche Ausstattung bei Polizei und Justiz vorhanden ist, um diese Umtriebe auch zu verfolgen und abzustellen. Auch das gebietet der wehrhafte Rechtsstaat. Aber ich glaube, wir müssen noch weitergehen. Aus meiner Sicht brauchen wir auch die Wiedereinführung der Strafbarkeit der Sympathiewerbung für Terrororganisationen. Diese Strafvorschrift ist vor 13 Jahren aus dem Strafgesetzbuch getilgt worden. Man muss aber feststellen, dass die Umstände dieser Tilgung möglicherweise nicht mehr in dem Maße tragen, wie wir das heute auch notwendig ansehen. Meine Damen und Herren, Menschen strömen zu uns, weil sie vor dem Islamischen Staat fliehen. Diese Menschen sollten nicht in ein Land kommen, welche Sympathiewerbung für diese Terrorbande nicht bestraft. Wer Werbung für terroristische Organisationen betreibt, soll auch zukünftig wieder mit dem Staatsanwalt zu tun bekommen. Und wichtig ist für uns auch der Kampf gegen die Schleuserkriminalität. Allein in Bayern sind 2.500 Ermittlungsverfahren anhängig. Fast 700 Tatverdächtige in Sachen Schleuserkriminalität befinden sich in Haft. Wir haben einen überproportionalen Anstieg von Vorfällen, der von 2010 bis 2015 mittlerweile 250% beträgt. Und der wehrhafte Rechtsstaat muss sich fragen, wie gehen wir mit einem Kriminalitätsfeld um, welches mittlerweile zu Recht in die Nähe organisierter Kriminalität wie Drogenhandel, Waffenhandel und Menschenhandel gerückt wird. Wie gehen wir damit um mit skrupellosen Banden, die ihre Geschäfte auf dem Rücken der ärmsten Menschen machen? Und es ist ein richtiges Signal, wenn man fordert, Herr Kollege Ulrich, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Vacciniak. Ja, keine Angst, ich frage nicht nach dem Tacho, sondern ich frage danach, ob Sie möglicherweise den Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, nämlich die Schleuserkriminalität, ob Sie nicht darin sehen, dass man diesen Schleusern das Geschäftsfeld entziehen könnten, indem man legale Zugangswege für Geflüchtete nach Deutschland schafft. Frau Kollegin Vacciniak, wir bekämpfen diese terroristischen Gruppen, die mit den Ängsten und mit den Nöten der Menschen ein Geschäft machen. Wir kämpfen gegen die Menschen, die für viele tausend Euros und Dollars die Ärmsten in Lastwagen sperren und über die Grenzen bringen oder Menschen auf die Boote übers Mittelmeer schicken. Deswegen brauchen wir eine Strafschärfung in diesem Bereich. Der Paragraph 96 des Aufenthaltsgesetzes sieht als Mindeststrafe lediglich Geldstrafe oder eine Strafe von einem Monat Freiheitsentzug. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen ein deutliches rechtspolitisches Signal, dass Schleuserkriminalität zur Schwerkriminalität gehört. Und deswegen brauchen wir hier auch eine klare und deutliche Strafschärfung. Meine Damen und Herren. Herr Kollege, die Frau Kollegin Maisch möchte ebenfalls eine Zwischenfrage richten. Herr Kollege, dass Sie meine Frage zulassen. Ich würde die Frage der Kollegin Vacciniak gern wiederholen, weil ich glaube, dass sie nicht beantwortet wurde. Was sagen Sie denn zu der Alternative zum Schleuserunwesen, legale Zuwege für die zu schaffen, die nach Deutschland flüchten wollen?
Frau Kollegin Maisch, man geht davon aus, dass dieses Jahr etwa 800.000 Menschen zu uns kommen, die bei uns Zuflucht finden, bei uns aufgenommen werden, in einer Art und Weise, wie das kein Land auf dieser Welt tut. Es können Menschen zu uns kommen über die blaue Karte, über die Beschäftigungsverordnung. Wir gewähren hunderttausenden Menschen Asyl und Schutz auch nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Es gibt genügend legale Wege, nach Deutschland, nach Europa zu kommen. Was wir nicht brauchen, sind aber diese Auswüchse des Schleuserunwesens. Wir bekämpfen diese Kriminalität, weil wir die Menschen schützen wollen. Und da, meine Damen und Herren, möchte ich zum Thema des Umgangs mit dem Thema Asyl und Migration auch aus rechtspolitischer Sicht kommen. Das Grundrecht auf Asyl steht vor dem Hintergrund unserer Geschichte, vor dem Hintergrund der christlichen Nächstenliebe und der Humanität in keinster Weise zur Disposition. Wer verfolgt wird aus politischen Gründen, aus rassischen Gründen, aus religiösen Gründen, der kann zu uns kommen und bekommt Schutz und Aufnahme. Die Wahrheit ist allerdings auch, dass nicht jeder, der zu uns kommen möchte, auch zu uns kommen kann. Und nicht jeder, der bei uns ist, wird auf Dauer ein Bleiberecht haben. Wir müssen dazu kommen, dass wir die rechtlichen Regelungen in Bezug auf den Aufenthalt und die Gewährung von Asyl und Zuflucht so auf den Prüfstand stellen, dass dieses Land genügend Kapazitäten hat, um den wirklich Schutzbedürftigen, um den Menschen mit Bleibeperspektive zu helfen. Das heißt auch, dass wir diejenigen, die keine Bleibeperspektive und keinen Asylgrund haben, dass wir diejenigen bitten, auch in ihre Heimat zurückzukehren. Das ist die Kehrseite der Medaille. Nur so können wir dieses Grundrecht auf Asyl auf Dauer aufrechterhalten. Meine Damen und Herren, Deutschland ist im Augenblick für viele Menschen auf der Welt ein Sehnsuchtsort und ein Ort der Hoffnung, ein Ort der Weltoffenheit und der Toleranz. Und dazu trägt auch diese Verfassungsordnung bei, die einen freiheitlichen Gedanken hat, die Menschen akzeptiert, die ihnen Würde und Mitgestaltung bietet, die aber auch durch ein hohes Maß an Rechtsstaatlichkeit geprägt ist. Es ist unsere Aufgabe, diese Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten und mit den notwendigen Maßnahmen auch zukunftsfest zu machen. Vielen Dank. Das war Volker Ulrich für die CDU-CSU-Fraktion. Nach ihm jetzt Elvira Drobinski-Weiß, die verbraucherpolitische Sprecherin der SPD. Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Maas, uns alle beschäftigen ja in diesen Tagen die Bilder von Asylsuchenden in vollgestopften Zügen, untergebracht in Hallen oder Notunterkünften und auf ihre Registrierung wartend. Wir erleben, die deutschen Strukturen zur Erstaufnahme stoßen an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. Und die EU-Länder diskutieren verstärkt, wie sie mit den Flüchtlingen umgehen sollen. Ich denke, eine für alle befriedigende Lösung wird es wahrscheinlich leider so schnell nicht geben können. Ich bin deshalb froh darüber, dass viele Menschen sich engagiert in privaten Initiativen, in den Kommunen, in den technischen Hilfswerken hier für die Menschen und um ihre Erstversorgung kümmern und oft mehr als das tun. Doch wie geht es denn für die Asylsuchenden danach weiter? Wie sieht denn die Unterbringung, finanzielle Unterstützung, Zugang zu Arbeit und Bildung? Das muss doch möglichst schnell geklärt werden. Und ein ganz zentraler Punkt dabei und oft Voraussetzung auch zur Teilnahme am öffentlichen Leben ist ganz einfach für uns selbstverständlich der Zugang zu einem Girokonto.
Die Bundesministerien für Justiz und Verbraucherschutz sowie für Finanzen haben ja im Sommer einen Gesetzentwurf zur Unterbringung oder zur Umsetzung der europäischen Zahlungskontorichtlinien veröffentlicht, um künftig finanziell schwachen Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber auch denen ohne einen festen Wohnsitz, einen Kontozugang zu ermöglichen. Das ist dringend notwendig und ich begrüße, dass die BaFin bereits jetzt die Vorgaben für Dokumente gelockert hat, um die Auszahlung von Sozialleistungen zu ermöglichen, eben dann auch an Asylsuchende. So flexibel und kreativ, wie die BaFin in dem Fall reagiert hat, müssen wir auch Lösungen in anderen Lebensbereichen finden. Denn viele der Flüchtlinge sind der deutschen Sprache nicht oder noch nicht mächtig und schon allein deswegen verletzliche Braucher. Sie wissen ja, dass wir von der SPD hier ein differenzierteres Bild von einem Verbraucher, einer Verbraucherin haben. Stichpunkt Verbraucherinformation. Die Bundesregierung will auch 2016 viel Geld in die Hand nehmen, um die Position der Verbraucherinnen und Verbraucher zu stärken. Ein Großteil der Gelder fließt, wie von uns gefordert, in die Verbraucherzentrale Bundesverband, für den Marktwächter Digitale Welt und für den Finanzmarktwächter, bereits einige Male genannt worden. Neben anderen Projekten ist auch der Verbraucherschutz von Migranten und hier auch insbesondere in der digitalen Welt bereits ein Projekt im Titel Information für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Bis zur zweiten und dritten Lesung des Haushaltsgesetzes müssen wir aber kritisch prüfen, ob die Höhe der geplanten Gelder ausreichend ist, ob die Projekte und Maßnahmen ausreichend informativ und transparent sind. Stichpunkt Verbraucherbildung. Die Zuwanderer müssen sich jetzt mit unserer Kultur auseinandersetzen, viele Kaufentscheidungen treffen. Fragen Sie sich, wie Sie Ihre Entscheidungen treffen, oftmals auf Empfehlungen aus dem Freundes- oder auch Familienkreis. Wenn solche familiären Netzwerke denn auch bestehen, müssen diese sich hier auch neu orientieren. Und das heißt, auch hier müssen wir Wege finden, diese Verbrauchergruppe zu unterstützen und zum Beispiel zu vermitteln, was etwa bei Vertragsabschlüssen zu beachten ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben der Flüchtlingsthematik treten andere verbraucherpolitische Themen, sind bereits einige angesprochen worden, in den Hintergrund. Eine positive ist doch beispielsweise gerade auch in der vergangenen Woche hier in dem Raum Berlin, Mietpreisbremse in Berlin wirkt. Der Aufbau der Marktwächter, der Finanzmarktwächter funktioniert gut, aber lautlos. Die Marktwächter haben ihre Arbeit aufgenommen, gerade auch die Finanzmarktwächter, und sollen im Besonderen Kleinanleger sowie Kredit- und Verbesserungsnehmer besser vor unseriösen Anbietern und riskanten Finanzprodukten schützen. Und das ist richtig, denn bei dem großen Angebot an Finanzprodukten verliert man doch schnell den Überblick. Thema Transparenz. Die Umsetzung der sogenannten Wohnimmobilienkreditrichtlinie steht an. Viele wichtige Punkte, wie zum Beispiel eine Verpflichtung der Banken zu Warnhinweisen beim Übertritt in den Dispositionskredit, eine Verpflichtung zum Angebot kostengünstiger Alternativen oder die Verpflichtung, dass Banken die Höhe der Dispozinsen auf ihrer Webseite deutlich sichtbar darstellen müssen, finden wir in dem Referentenentwurf. Und ich hoffe, er erreicht auch bald als Gesetzentwurf den Bundestag. Nicht akzeptabel ist allerdings, dass einige Banken jetzt die entgangenen Gewinne beispielsweise durch die Erhöhung der Gebühren an Geldautomaten für die sogenannten Fremdabheber zurückholen wollen. Ich denke, Abhebegebühren in Höhe von 4,50 Euro sind einfach unanständig für einen technischen Vorgang, der weniger als einen Euro kostet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier deckeln. Die Deckelung soll zukünftig verhindern, dass hier die Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie denn plötzlich Geld brauchen, im ländlichen Raum ihre Sparkasse, ihre Bank nicht finden, aber eben auch auf Reisen an Flughäfen und Bahnhöfen nicht im Übermaß zur Kasse gebeten werden. Die Verbraucherpolitik, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, steht nicht nur, aber in Anbetracht der besonderen aktuellen Blick auf die Uhr, bitte. Aktuellen politischen, gesellschaftlichen Herausforderungen einfach
die sind da, die müssen wir jetzt hier berücksichtigen. Sie haben mich jetzt etwas hier irritiert, Herr Präsident. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam prüfen, welche Verbesserung wir für das Haushaltsgesetz in der zweiten und dritten Lesung hier auch erreichen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Herr Präsident. Vielen Dank. Als letzten Redner zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz erteile ich das Wort dem Abgeordneten Klaus-Dieter Gröhler, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundesminister, bevor ich als letzter Redner auf die ganz schlichten Zahlen des Einzelplans noch mal eingehen möchte, lassen Sie mich mal mit einem Zitat aus einer Veröffentlichung der Bundeszentrale für politische Bildung beginnen. Da heißt es: Das Recht sichert Frieden und gewährleistet Freiheit. Es verbietet Vergeltung und Faustrecht und dient so der Vorbeugung von Konflikten. Die Rechtsordnung sorgt dafür, dass Streitigkeiten friedlich in einem geregelten Verfahren ausgetragen werden. In der Bundesrepublik Deutschland leben die Menschen friedlich zusammen. Es herrschen Recht und Gesetz, und wenn es auch keine perfekte Sicherheit vor dem Verbrechen gibt. Das ist keineswegs selbstverständlich. In vielen Ländern der Welt herrschen keine rechtsstaatlichen Verhältnisse. In einigen Staaten hat sich die Rechtsordnung förmlich aufgelöst. In sinnlosen Kriegen wird keine Rücksicht auf die wehrlose Zivilbevölkerung genommen. Der Text, meine Damen und Herren, der ist von der Bundeszentrale für politische Bildung 2009 veröffentlicht worden. Aber ich glaube, er ist heute so aktuell wie eigentlich nie zuvor. Heute, wo wir feststellen müssen, dass viele Menschen zu uns kommen, weil sie nicht nur den Wohlstand suchen, sondern weil sie eben auch in Frieden und Freiheit und in einer rechtsstaatlichen Ordnung leben wollen. Übrigens sollten wir uns an der Stelle immer wieder erinnern, dass vor 80 Jahren Menschen dieses Land verlassen haben, um überleben zu können, und dass vor 30 Jahren noch Menschen von dem einen Teil Berlins in den anderen flüchten mussten, um in Freiheit zu leben. Vielleicht sollte daran der eine oder andere, der heute meint, er müsste irgendwo protestieren, darüber auch noch mal einen ganz kleinen Moment nachdenken. Und die aktuelle Flüchtlingssituation, meine Damen und Herren, die führt uns vielleicht auch mal wieder darauf, uns darüber klar zu werden, welche Qualität diese Rechtsstaatlichkeit eigentlich hat. Keiner von uns hat ja heute Angst vor staatlicher Willkür. Das ist auch ein angenehmes Stück Lebensqualität. Das ist natürlich auch eine Situation, warum dieses Land so erfolgreich ist. Und dafür zu sorgen, dass bei uns eben nicht das Recht des Stärkeren gilt und dass bei uns kein religiös hergeleitetes Recht gilt, sondern dass wir der Gesetzgeber sind und dass die Rechtsprechung das Recht formt und dass die Staatsanwaltschaft dafür sorgt, dass dieses Recht notfalls auch durchgesetzt wird mit Hilfe der Polizei. Das ist, glaube ich, ein Element, wo sich, wenn ich das mal so sagen darf, Otto Normalverbraucher manchmal gar nicht genug darüber Gedanken macht. Und die Situation, in der wir im Moment sind, die führt vielleicht auch dazu, dass wir einen ganz kleinen Moment mal wieder darauf zurückgeführt werden, dass dieser Satz Recht sichert Freiheit, Gerechtigkeit schafft Frieden für jeden Einzelnen von uns auch eine ganz wesentliche Basis ist. Und ich glaube, wir werden auch gut daran tun, und das wird eine sehr wesentliche Integrationsaufgabe sein, denen, die zu uns kommen, die bisher nicht in einer rechtsstaatlichen Situation gelebt haben und die möglicherweise damit auch gar nicht klarkommen mit unserer Rechtsordnung, die davon zu überzeugen, dass sie diese Rechtsordnung annehmen und dass sie sie am Ende des Tages auch aktiv mit uns leben, wenn sie bei uns leben wollen. Und wir werden auch denen, meine Damen und Herren, die Gewalt gegen Menschen oder Flüchtlingsunterkünfte meinen, vornehmen zu müssen, zeigen, dass der Rechtsstaat sich wehren kann und dass er es auch tun wird. Dass das Geld kostet, meine Damen und Herren, ist klar. Und der Entwurf der Bundesregierung setzt in dieser Situation, wie ich finde, auch richtige Schwerpunkte und wird auch einer Sondersituation gerecht. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass die Generalbundesanwaltschaft im Haushaltsentwurf 16 neue Planstellen bekommt, nachdem wir 2015 bereits 6 Stellen zugebilligt hatten. Und zusätzliches Geld wird auffließen. Ich war vor der Sommerpause in Karlsruhe zusammen mit dem Kollegen Dr. Lindner, habe mich von der Arbeitssituation beim Generalbundesanwalt und bei den Strafsenaten überzeugen können und muss sagen, ich bin nicht sicher, und wenn das ein Haushälter sagt, dann will es schon was bedeuten, ob diese zusätzliche Zahl wirklich ausreicht. Das werden wir uns in aller Ruhe anschauen müssen. Aber die Arbeitsbelastung, die ich dort wahrgenommen habe, die ist ganz immens. Die Zahl der Vernehmungen, der Vorführungen hat sich
dramatisch gesteigert. Wir haben eine Verdreifachung der Haftbefehle in 2014 gegenüber 2013 und nochmal eine Verdopplung in 2015 gegenüber 2014. Die Zahlen muss man sich mal sehr deutlich anschauen. Und was uns nicht passieren darf, ist, dass jemand, der in den Nahen Osten gegangen ist und für IS gekämpft hat oder die unterstützt hat, nach Deutschland zurückkommt und wir nicht in der Lage sind, aus personeller Unterausstattung diese Leute zu verfolgen. Die müssen die gesamte Härte des Rechtsstaats wirklich erfahren. Und dafür brauchen wir eine vernünftige personelle und finanzielle Ausstattung, sowohl des Generalbundesanwalts als auch beim BGH, bei den Strafsenaten. In diesem Kontext passt es auch, meine Damen und Herren, darauf ist vorhin ausnahmsweise zu Recht von der Opposition, Herr Petzold, hingewiesen worden, dass die Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit 20% Steigerung erhält und 7 neue Stellen entstehen. Stichwort Export von Recht Made in Germany. Das ist auch eine Bekämpfung von Fluchtursachen. Und wir werden mal schauen müssen in den weiteren Beratungen, Herr Bundesminister, ob man an der Stelle nicht noch mal ein Stück drauflegen sollte, weil ich glaube, dieses Geld ist gut investiert. Mein Koalitionskollege Dennis Rohde hat, wie ich finde, zu Recht hingewiesen, dass es in diesen Zeiten aber auch andere Themen noch gibt und nicht nur die Flüchtlingsproblematik. Zu Recht hat er darauf hingewiesen, dass wir noch mal Stellen aufsatteln, wenn ich das mal so flapsig nennen darf, beim Bundespatentamt, 58 zusätzliche, nachdem wir schon 56 in 2016, nachdem wir schon 58 ein Jahr zuvor im Haushalt 2015 aufgesattelt haben. Damit sichern wir natürlich die Früchte des Wissenschaftsstandortes Deutschland. Wir haben ja vorhin gehört, die Ausgaben für Bildung und Forschung haben sich unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel verdoppelt. Und dementsprechend gibt es natürlich auch mehr Innovationen und mehr Patentanmeldungen. Aber eins müssen wir auch sehen, meine Damen und Herren. Dieser zusätzliche Aufwuchs an Personal führt gerade mal dazu, dass der Aufwachs an Patentanmeldungen stabil gehalten werden kann. Das heißt, es gibt keinen Abbau des Rückstandes. Auch darüber werden wir uns noch mal sehr, sehr intensiv unterhalten müssen. Ein Wort noch zum Verbraucherschutz. 36 Millionen, das haben die Kollegen gelobt, stehen im Haushalt. Natürlich haben wir im Koalitionsvertrag hier einen Schwerpunkt gesetzt. Das sind fast 5 Millionen mehr als in 2015. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen kriegt noch mal fast 16 Stellen dazu. Damit wird der Verbraucherschutz natürlich noch ein Stück wirksamer. Und dieses zarte Pflänzchen, meine Damen und Herren, was mal unter Ludwig Erhard eingeführt wurde, nämlich Stiftung Warentest 1964 als erste Verbraucherschutzmaßnahme, soll doch keiner sagen, Verbraucherschutz ist kein Herzensanliegen von CDU, CSU. Dieses zarte Pflänzchen ist inzwischen zu einem üppigen Baum geworden. Aber eins will ich als Haushälter an der Stelle auch mal sehr deutlich sagen. Ich glaube, wir werden im Frühjahr 2016, Herr Minister, mal eine Evaluierung vornehmen müssen. Wir haben jetzt 2 Jahre sehr, sehr intensiv Geld und Stellen in das Thema Verbraucherschutz gelenkt. Okay, das steht im Koalitionsvertrag, gar keine Frage, ist auch notwendig in einer Gesellschaft, die immer älter wird, die immer globaler, die immer digitaler wird. Aber wir werden uns am Ende des Tages auch fragen müssen, was haben wir denn damit tatsächlich erreicht? Nur mehr Geld und mehr Stellen heißt ja nicht automatisch, dass es besser geworden ist. Ich glaube, wir werden nach 2 Jahren mal einen Schnitt machen müssen und sagen, was haben wir denn erreicht? Wo sind Defizite abgebaut worden? Wo sind Defizite möglicherweise immer noch da? Weil ich nicht davon überzeugt bin, dass nur zusätzliches Geld und nur zusätzliche Stellen immer alles besser machen. Das Bundesministerium hat uns bereits darauf hingewiesen, dass gegenüber dem Regierungsentwurf noch mal 6 Millionen wohl mehr gebraucht werden, hat eine lange Liste vorgelegt. Der Kollege Klaus hat vorhin gesagt, jede Festlegung auf keine neue Staatsverschuldung behindert eine lebendige Parlamentsdebatte. Dem will ich mal ausdrücklich widersprechen, weil ich glaube, eine lebendige Parlamentsdebatte und eine lebendige Debatte in den Haushaltsberatungen, Herr Kollege, entsteht gerade dann, wenn man Deckungsvorschläge machen muss, wenn man eben nicht immer noch eine Million obendrauf sattelt, sondern wenn man eben schaut, was ist notwendiger als das andere, wenn man Schwerpunkte setzt und wenn man sich auch mal ein bisschen mit dem Geld bescheiden kann, dann kann man nämlich wirklich politisch debattieren. Und Ihr Vorwurf vorhin, wir würden einfach, weil die Parteivorsitzenden sagen, wir wollen keine neuen Schulden machen, uns dem fügen. Ich sage Ihnen mal, das ist
Unionsgrundgehen, dass wir keine neuen Schulden machen. Das muss uns kein Parteivorsitzender sagen, sondern jeder Einzelne von uns in der Fraktion ist davon völlig überzeugt. Und ich glaube inzwischen die Kollegen unseres sozialdemokratischen Koalitionspartners auch. Eine letzte Bemerkung, Herr Bundesminister, die etwas kritischer ausfällt. Ich habe mir mal Ihre Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit angeschaut. Während im Jahr 2013 Ihr Vorgänger mit 155.000 Euro auskam, haben Sie jetzt gegenüber 2013 eine Steigerung um 519%. Ich will nur mal sagen, das ist ein Thema, dem ich mich sicherlich noch mal im Berichterstattergespräch ein ganz klein wenig widmen werde. Dafür mag es gute Gründe geben, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber da würde ich denn ganz gerne noch mal eine Begründung hören, ob es denn tatsächlich so üppig ausfallen muss. Sonst, glaube ich, ist das ein guter Entwurf der Bundesregierung, sowohl zu diesem Einzelplan wie auch zu den anderen. Und ich freue mich auf die Beratung. Herzlichen Dank.